Ich habe für eine Lebenszeit schon zu oft Gangnam Style gehört, auch wenn es die StarCraft-Variante ist. Aber... Hallöchen! Willkommen zum NA Tag 2. Die Cast-Fortsetzung. Damit Gruppenphase auf NA. So, jo. Da ich eh solo caste, brauche ich keinen weiteren Caster, der hier mit rein muss. Und dann ist das Match auch schon ready und das ZVT kann starten auf Catalyst als erste Map. Und ich bin sehr gespannt, was zwischen den beiden so passieren wird. 7 sind 4. Ich denke, das wird ein bisschen mehr werden, sobald das Spiel jetzt hier angeht. Indy chattet auch gerade fröhlich vor sich hin. Ich muss sagen, irgendwie der View-Account bei mir schwankt zurzeit so krass. Ich weiß nicht wieso, aber immer alle paar Sekunden springt das hoch und runter. In der Endauswertung hinterher habe ich dann schon die relativ stabile Kurve, was Viewer angeht. Aber beim Dashboard ist das totales Chaos. Ich weiß nicht, woran das scheitert. Ist nicht immer so, aber das ist jetzt die letzten paar Quests, war das schon so. Aber bei der DSCL war es, glaube ich, auch schon so. Aber ja, stört mich eigentlich nicht wirklich. Ich bin nicht von Viewer-Zahlen abhängig. Ich caste so oder so. Ich caste notfalls für mich selber. Das mache ich für YouTube auch ständig. Da caste ich alleine und kann dann hinterher mir die Reaktionen drauf anschauen. Ja, ja, aber wir gehen rein ins Match Nummer 1. Und haben einmal in Rot den Zerg, den Koreaner vom Team Psystorm Gaming. Es ist true. Natürlich dauerhaft einer der Favoriten für jedes WCS-Turnier, das am Start ist im WCS-Circuit, weil er einfach konstant stark ist, aber er ist schlagbar auf jeden Fall für den anderen nicht-koreanischen Spieler. Und sein erster Gegner hier in dieser Gruppenphase, das ist hier der Terran in Violett vom Sloth Esports Club. Es ist PokeBunny. Ich weiß, er hat mal viel gestreamt, dann gab es jetzt irgendwie diese Woche gab es ein bisschen Beef irgendwie, da hat er sich mal auf Reddit zu Wort gemeldet. Ich weiß nicht, worum es genau ging, aber auf jeden Fall spielt er hier mit und möchte auch natürlich sich am liebsten qualifizieren. In seine Gruppe stecken noch hier, ich muss gerade mal nachschauen, No Regret und Silky mit drin. Das heißt, ich gebe ihm tatsächlich eine reelle Chance, dass er sich da qualifizieren kann. Als zweiter Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob er zuschlagen kann. Ich bin sehr gespannt. Ich lasse mich gerne überraschen. Und ich sehe gerade, das muss weg. Ist das Kunst oder kann das weg? Das kann weg. Ja, wir schauen hier gerade fröhlich dem Overlord zu. Nämlich dem... Für diese tolle Kreatur habe ich ja mein Emote gebastelt, extra. Das Ovi-Love-Emote. Ja, wir haben hier von PokeBunny das Marine-Opening. Sammelt hier zwar Gas, aber das Gas wird für eine Factory verwendet werden. Und es gibt hier den Marine First, denn der Marine ist dazu da, um Overlords zu finden und zu snipen. Und der erste Overlord eigentlich findet hier schön den Weg auf den Highground hier. Und da ist er erstmal safe. Der Marine steht hier zwar hinten bedrohlich, aber kann momentan nicht viel gegen den Overlord tun. Der Overlord wagt sich jetzt ein bisschen runter. Ja, der Marine weiß jetzt, wo der Overlord ist. Hi Warrior, ja, das ist ein Late Night Cup, kann man so sagen. Zeitzone macht's möglich. Ja, Marines sammeln sich hier, es kommt ein Reaktor mit dazu und eine Factory hier für PokeBunny. Und bei True gibt's einfach nur Queens und Drones. Linge wurden 4 Stück produziert als Vorsicht, falls ein Reaper auftauchen sollte. Das ist so die magische Zahl, die man als Zerg gegen den Reaper baut. Die schickt man dann dem Reaper entgegen. Immer wenn Link verletzt ist, zieht man ihn nach hinten und wartet einfach, bis die Queens da sind. Sobald die Queens dann gespawnt sind, kann man den Reaper ohne Probleme verteidigen. Ist jetzt in diesem Spiel nicht der Fall, weil eben PokeBunny kein Reaper gespielt hat, aber im Normalfall, das ist die Idee dahinter, warum man als Zerg 4 Linge mit dazu zieht am Anfang. Die erst 2 Larven dafür verwendet, um Linge zu bauen. Ja, bei PokeBunny hier wird gewechselt. Es gibt Hellions hier aus dem Reaktor höchstwahrscheinlich. Außer er baut was ganz Kurioses. Nein, da kommen die Hellions und Starport hinterher. PokeBunny hat seine Natural auch fertig. Irgendwann wird hier noch eine Wall mit dazukommen, weil man nicht unbedingt ohne Wall spielen möchte als Terran gegen Zerg. Und somit hier das Spiel macht einen ruhigen Anfang. Auch True hier gemütlich am Hochdronen. Mal sehen, ob wir Richtung Makro-Game gehen oder ob einer der beiden mal plötzlich auf den Aggressionsknopf drückt. PokeBunny, denke ich, wird der erste der beiden sein, der wirklich mal aggressive Akzente setzt mit den Hellions hier. Die sind auch schon am Loseiern. Und die wollen natürlich ein bisschen durchrushen. Das wurde eigentlich auch gesehen vom Overlord. True weiß, dass die auf ihn zukommen. Er hat auch schon Queens auf dem Feld, 3 Stück. Trotzdem, Hellions können ziemlich easy Drones rösten. Da muss man immer vorsichtig sein. Auch der Creepstat hier soll ein bisschen eingedämmt werden. Wird mal kurz angeschossen. Scout nach der dritten Basis. Und ja, der Tumor ist immerhin noch im Boden. Da muss gescannt werden. Aber das ist es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wert, einen Scan dafür zu opfern. Und es gibt hier von PokeBunny
die Armory, das heißt, aus diesen Hellions werden sehr, sehr bald Hellbats werden. Und es kommt auch ein Medivac mit dazu. Also sie kriegen hier einen Marine Hellbat-Push von Pokebunny gegen True. True momentan baut schon großen Haufen an Dinge, baut auch eine Evolution Chamber. Hat noch kein Baning Nest gegen... Nee, einen Hellbat-Push möchte man als Zerg am liebsten Baning haben, denn Hellbats machen so einen krassen AOE, dass die Linge einfach nur wegbrennen. Und es sind hier einige Hellions bereits gestaffelt. 6 Stück sind auf dem Feld, da kommen noch 2 mit dazu. Es wird ein Liberator mit dazu gebaut. Die Armory ist durch und damit gibt es hier gleich Power Rangers. Und zwar einmal Transformation in Hellbats. Da stehen sie auf 2 Beinen und marschieren vorwärts. Und jetzt hat True zwar viele Linge und ein paar Queens. Das Problem ist einfach trotzdem, Hellbats brennen durch, Linge durch wie bescheuert. Und die Marines machen hinter Damage auf die Queens. Die Linge versuchen jetzt hier ins Round anzusetzen, wollen auf die Marines drauf. Aber aktuell Pokémon zieht sich schön zusammen. Angst eben, die Hellbats nehmen ja mehr Damage von den Queens. Die Queens Maiko nach hinten. Aktuell beide Spieler Maiko hier gut gegen den anderen. Jetzt die Linge gehen rein, ziemlich unvorbereitet. Und die Hellbats röschen da ordentlich durch. Die Marines jetzt hier waren angegangen von den Dingen. Da kommt die nächste Welle der Dinge nach. Und Pokémon wird hier zurückgeschlagen. Und das Billy wegstirbt im letzten Moment hier. Damit Pokémon auf einmal crusht hier seine ganze Army auf den Boden und bitter gelaufen hier für ihn. Das war ganz, ganz knapp. Das Medivac hier hat die letzten Shots noch quasi abgekriegt. Das tut natürlich richtig weh. Und auch der Liberator hier gerade ist durch den Overlord geflogen. Heißt, auch das wurde gesehen. Die Wall sieht immerhin ganz stabil aus mit dem Command Center drin. Aber es ist kein guter Anfang für Pokémon. Man sieht es auch. True hier bereits 80 Supply. Viele Linge auf dem Feld. Will die dritte hier angehen. Die ist fast fertig. Jetzt sehr viele Hitpoints. Das heißt, bis die Linge die tot kriegen, das dauert. Und da waren jetzt auch jetzt die Wies mit rangezogen für den Counter Repair. Ich denke nicht, dass die Linge hier diese Wall so schnell brechen können. Das sind einfach keine Bandinge mit dabei. Und True baut auch aktuell keine Bandinge. Hat kein Banding hier mit auf dem Feld. Somit hier erstmal Armor Upgrade und Leer Tech mit dazu und weiteres Gas. Wenn das ein Liberator kommt in Richtung Mainbase, aber hier ist bereits der eine Sporecrawler. Der schießt sofort hier auf den Liberator. Richtig bitter. Also auch der Liberator wird hier einiges kassieren. Kann hier nicht wirklich Schaden machen. Hat nicht mal eine Drone getötet. Könnte eventuell ein paar Overlords jagen. Einfach nur um den Zerg ein bisschen zu nerven. Und somit True hier Contain Pokémon. Und Pokémon hat einen schweren Start. Er hat eine dritte Basis. Die baut auch fröhlich SCVs. Aber das Problem ist einfach, dass Army Supply hier kann sehr, sehr schnell für True explodieren. Und ja, da bezüglich explodieren, tolle Überleitung, kommt gerade das Baning Nest und damit explodiert dann auch bald was. Es sind immer noch viele Linge da. Der Liberator könnte sich darum ein bisschen kümmern, indem er sich darüber einfach mal aufklappt, einfach um die Linge zu zwingen, wegzulaufen. Aber Liberator kehrt erstmal nach Hause zurück, wird hochrepariert immerhin. Pokémon kümmert sich um seine Einheiten, hat gerade 1-1 Upgrades in der Forschung. Stim kommt mit dazu, Panzer wird gebaut und Marines, das heißt Biotank aktuell hier für den Terran. Wenn das mit True kommt, Basis Nummer 4 hier. Er hat auch schon 66 Drones, also sein Makro ist wirklich herausragend, muss man sagen. 6 Minuten, 66 Drones, vierte Basis kommt. True ist da überhaupt nicht gebremst, sondern der pusht hier einfach durch wie ein Wahnsinniger. Ja, Pokémon hatte das, glaube ich, wirklich vor. Das hat er zumindest im Reddit-Post geschrieben, aber nicht sicher. Ja, und somit hier, der Drop boostet nach vorne Richtung Zerg Mainbase. Und eigentlich True hat das gesehen, aber er bereitet sich überhaupt nicht darauf vor. Die Linke sind komplett abwesend und die Medivacs sind jetzt hier in der Mainbase drin. Also das kann jetzt doch noch ein bisschen hässlich werden. Ja, jetzt sind die Linke am reagieren und jetzt merken sie, oh shit, 2 Medivacs, 2 Marines, das ist mehr Damage als erwartet. Ja, da kommen ein paar einzelne Linge ran. Aber es warten mehr und mehr, die Marines kiten nach hinten, die Medivacs werden zurückgedrängt und somit hier Pokémon evakuiert nochmal. Aber in dieser Zeit hat er den Liberator rangebracht an Basis Nummer 3, snipe da zumindest mal ein paar Drones. Das heißt, True wird jetzt doch mal unter Druck gesetzt. Pokémon hat sich im Supply ein bisschen rangefärmt, aber True hat hier sehr, sehr viel Tech im Bau gerade. Hat jetzt bereits den Infestation Pit fertiggestellt, wird das mit der Drop hier gejagt, aber wird eingeladen, wird nochmal weggeboostet. Da überlebt der Großteil, auch der Liberator hier ist am Overlord jagen, einfach weil es kann. Nicht weil es muss, sondern einfach nur weil es kann. Nicht, dass er das Ding jede Zeit irgendwie schnell tot kriegt. Und hier in der vierten Basis könnte man den Liberator wieder aufklappen für weitere Drone-Kills. Da sind auch keine Queens in der Nähe. Pokémon sammelt sich hier um seine dritte Basis zwischen Nashville und dritter. Die Wall ist klaffend offen. Es sind hier Linge reinrennen. Das wird richtig verheerend für Pokémon. Hier hat er den Liberator wieder am Start. Der versucht Drones zu snipen. Hat auch mäßig Erfolg dabei. True hat nochmal hochgedroned und baut jetzt hier die ersten Hive-Wars und geht bereits auf den Hive-Tag. 8 Minuten Hive unterwegs. Und somit hier, da ist nochmal ein Drop unterwegs, hat hier auch eine Queen bekommen, wird eingeladen, weggeboostet. Es fehlt die Anti hier einfach gerade für True, aber die Hydras sind unterwegs und damit sollte sich das Thema ein bisschen besser regeln lassen. Da kann man auch die Medivacs eleganter snipen. Den Hydras fehlt natürlich noch ihr wichtiges das Upgrade haben sie sogar schon. Das entging mir gerade komplett. Damit sind die Hydras ein Stück schneller, haben ein bisschen mehr Range. Hier geht's nochmal auf den Overlord. Und ja, Pokémon versucht einfach viel Stress zu machen. Zweiter Drop hier von der
linken Seite hier geht rein an die vierte Basis. Da kommen wieder die Linge mit dazu. Da sind wieder keine Headwars mit dabei. Heißt, die Marines können hier eigentlich easy evakuieren. Machen sie auch. Die eine Headwar macht da wenig. Und jetzt hier wieder auf der rechten Seite. Die Marines sind immer noch aktiv. Und somit Poke Bunny. Er macht schon Stress. Aber True hier, sein Tech ist einfach am explodieren hier. Wir haben 2-2 Upgrades und Adrenal Glands bei Minute 9. Das ist abartig. Hive Tech bei Minute 9 fertig. Und das Adrenal Glands Upgrade, das ist gefährlich. Die Linge damit so viel mehr Attack Speed. Und da geht sogar mal ein Medivac down. Das war immer das Medivac, das nicht wirklich gefüllt war. Glück gehabt hier für Poke Bunny und währenddessen wird hier seine Marines angegangen. Er treibt den Creep ein bisschen zurück, aber True hier einfach mit einem riesen Haufen an Linge und einigen Hydras Unterstützung, ja 104 Linge auf dem Feld. Und bei Poke Bunny, ja hier hat er jetzt eine Wall geschraubt, hier stehen die Panzer, das ist immer noch so weit offen, das ist mega gefährlich, was Poke Bunny hier eigentlich hat. Er hat hier auch einen Bunker, der ist noch nicht besetzt, der Panzer hinten trifft, denke ich, ja gerade so an der Wall. Die Linge scout nach Basis Nummer 4, die kommt gerade noch nicht, Overlord wird gesniped, damit hier weitere Move-Out von Poke Bunny. True's Linge hier, ja. Können wir ja, da ranschauen, aber brauchen eine Weile, bis hier durch die Wall kommen. Und Panzer wird gesiegt damit hier. Es werden einige Dinge sterben beim Versuch, diese Wall zu brechen. Wenn das gibt es hier Beef mit Marines, die werden geklärt von den Hydras. Die Wall bleibt bestehen. Auch wieder schön repaired. Inventar geht Poke Bunny sehr gut. Stu ist jetzt hier maxed. Und Adrenal Glance ist gleich fertig. Plus 3 Armor kommen wir dazu. Ein paar Banninge werden hier gefunden. Werden hier angescannt. Und Poke Bunnys Army setzt sich in Bewegung. Möchte hier pushen. Und da geht's nach vorne hier für den Terraner. Madison True hat immer noch seine fette Army eigentlich rumstehen. 118 Supplies sind bei True irgendwo zusammengesammelt. Es kommen jetzt noch 17 Bindinge. Binding Speed ist auch mit drauf. Das heißt, das wird sehr gefährlich, sich auf Creep zu wagen. Da kommen ein paar Panzershots in Linie und Hydra. Also der Splash Damage ist schon gegeben bei Poke Bunny. Er hat eine starke Army, um zu fighten. Die Frage ist eben, wie der Fight abläuft. Wer hat die bessere Position? Die Panzer dürfen nicht ungeschützt stehen, dürfen nicht zu weit nach vorne. Aber Poke Bunny sollte auch nicht ewig brauchen für seinen Push. Ansonsten lässt er dem Circuit zu viel Zeit. Es ist jetzt 2-2 Upgrades drauf. Momentan hier auf den Circle nutzen. Da geht's jetzt hier auch drauf. Die Linge und Benninge, Kull und Vorwärts, Panzer sind nicht alle gesichert. Da kommt noch eine schöne kleine Cloud auf die ersten Panzer, noch auf die zweiten Panzerreihe. Und da rollt hier True einmal über Poke Bunny drüber. Der versucht zu splitten, der versucht irgendwie seine Army zu safen. Medivacs waren jetzt runtergesnappt. Es sind so mega viele Medivacs hier auf dem Feld. 7 Stück. Und es sind hier in diesem Spiel schon 4 down gegangen. Erst 11 Medivacs, was in den echt viele sind. Aber zudem ist Poke Bunny fehlt jetzt hier einfach an Ground Army. Und ja, man sieht, er wird einfach jetzt überrannt. Die Wall ist offen. Und da kommt auch das GG. Und True macht hiermit das 1:0 in diesem Best of 3. Ich belage jetzt einfach den Bildschirm. Nein. Wir machen Introductions. Wir haben einmal in Rot den Zerg vom Team PsyStorm Gaming. Definitiv Favorit hier für die ganze Geschichte. Es ist True. Ich denke, Neep kann ihn eventuell aufhalten. Scarlet unter Umständen, da bin ich mir nicht sicher. Das kommt auf das ZVZ drauf an. Das ist manchmal ein sehr wackeliges Matchup. Ja, auf jeden Fall hatte ich auf jeden Fall eine Favoritenrolle zu erfüllen. Bisher sieht es auch sehr, sehr gut aus für ihn. Auf der anderen Seite haben wir den Terran. Und der hat es versucht im ersten Map. Auf der ersten Map sein Push, sein erster lief leider nicht sonderlich gut für ihn. Daher ist er ein bisschen zurückgefallen. Ab da war es alles ein bisschen schwierig. Hat mit den Drops mal gut versucht zu agieren, aber hat nicht ganz gereicht. Mal sehen, wie es in der zweiten Map besser läuft. Das hier ist Loth Esports Clubs Poke Bunny. Und wir haben diese tolle Gangster-Mucke von Legacy of the Void. Ja, wir schauen dem Overlord mal wieder beim Fliegen zu, während der Terraner seine Reaper-Expansion durchzieht und der Zerg mit Hedgegar's Pool unterwegs ist. Und somit alles Standard als Openings. Keiner der beiden macht irgendwas Chaotisches zum Beginn, sondern wir bleiben da ganz regulär, ganz entspannt. Gar kein Thema. Und somit gemütlich dem Overlord beim Chillen zusehen. Übrigens schon mal aufgefallen, dass ein Overlord dampft. Ich weiß nicht, warum der dampft. Bin mir auch nicht sicher, ob ich es wissen will, aber er dampft. Mit hier, er stößt schön kleine Rauchschwaden aus in sehr, sehr regelmäßigen und bis jetzt sehr konstanten Strom hier. Ja, die Map dampft übrigens auch, dank wie es Pinkai-Serie. Aber ja, wir haben den Reaper jetzt hier unterwegs und damit geht es im Spiel dann auch mal ordentlich zur Sache. Der Reaper natürlich möchte den Zerg unter Druck setzen. Die Linge wollen das verhindern, bis die Queens da sind. Momentan die Netschwiss ohne Drones, heißt der Reaper muss sich mit den Dingen rumschlagen. Mine gesetzt, nicht getroffen. Festgedacht, der läuft in die eigene Mine rein. Aber das lief gerade mal, also das war voll am Rand von der Mine. Ja, der Reaper hier chillt einfach, wartet auf seinen großen Einsatz. Queens 1 sind jetzt hier an Ort und Stelle. Der Reaper hat auf Abyssal Reef durchaus Chancen, in die Mainbase reinzukommen, über diesen Highground hier hinten. Aber eben, Queens sind da, Linge sind da, das wird nicht ganz einfach. Der Reaper hier hat zumindest mal ein bisschen gescoutet, aber wirklich Wichtiges hat er bisher noch nicht gesehen. Wir können mal gern in die Vision von Poke Bunny gehen. Ja, man sieht's, er hat die Natural gesehen. Ansonsten, nada. Ja, der Reaper ist aber immer noch aktiv und wird auch recht bald unterstützt werden. Denn wir haben hier
Nee, Barracks mit Reaktor, das wird vermutlich bald an die Factory übergehen und dann werden wir, denke ich, Hellions mit dazu sehen. Außer hier Pokémon entscheidet sich für was komplett anderes. Kann durchaus noch passieren. Aktuell haben wir ordentliche Marineproduktion aus zwei Barracks. Und es gibt ja tatsächlich, okay, die Barracks baut das Addon selber, die Factory baut das Addon selber mit dem Reaktor und Starport mit dazu. Das könnte durchaus noch ein Switch werden, dann auf den Starport, wenn es eine Reaper hält, hier schon die Drone davon ab, eine dritte Basis zu setzen. Immer einen kleinen Win hier rausgeholt mit dem Reaper, ein bisschen Zeit geschunden für die dritte Hatch. Aber die kommt trotzdem, das kann man schlecht aufhalten mit einer Reaper. Währenddessen wird hier der Overlord scharf angegangen, wird hier auch sterben. Hat hier, glaube ich, noch den Starport im Bau gesehen für True. Ja, Starport wurde gesehen und auch der Reaktor wurde gesehen hier. Und somit, True weiß soweit von der BO-Richtung vom Terraner, weiß, was da so in etwa kommen kann. Und entsprechend hier breitet sich erstmal aus, baut hier eine Evo, holt sich eben seine Hatch Nummer 3, hat bereits fleißig gedrownt hier mit 41 gegen 30. Da kann man mit einem Zerg schlecht mithalten, was den Worker-Count angeht als Terraner. Dafür haben wir Mules. Sind auch hier zwei im Einsatz, ganz fleißig an der Natural. Und es sind hier viele Marines am Start und da kommt eben der Doppel-Marine-Drop hier von PokeBunny. Mit Stim-Upgrade. Es gibt ein schönes Timing, das Stim ist da, die Medivacs sind da, der Drop ist quasi drüben beim Zerg und dann Stim zünden und losfeuern und hoffen, dass man den Zerg damit möglichst viel Schaden anrichten kann. True geht wieder hier auf das Armor Upgrade, also wird hier wohl wieder sehr Circling basiert spielen, wenn er sich das Armor Upgrade hier mit dazu holt. Eben mehr und mehr Queens, die hier mit das Feld betreten, wir sind bei 4, wir gehen noch auf 6 Queens und dieses Mal eben der Push wird kommen vom Terran, der ist auch hier schon eingeladen, boostet gerade los, hier sind keine Overlords in der direkten Umgebung, die das scouten können. Wir haben hier diesen Overlord hier, der kann das noch sehen und der hier unten ist der nächste Overlord und da kommt auch der Creep nach und nach. Aber der Drop wird sehr weit kommen, bevor hier wirklich gescoutet wird. Trotzdem, True sollte das eigentlich von den gebauten Gebäuden her erkennen können, was da auf ihn zukommt. Da ist auch eine Widowmine mit Random drin. Mal sehen, wie viel Nutzen die hat. Widowmine ist ja seit dem letzten Nerf nicht mehr so mega geil. Ja, da kommt der Stim, da geht's nach vorne und da sind die Queens mit dabei und die Linge Widowmine ist im Boden. Jetzt gilt es hier, die Circlinger möglichst alle in die Widowmine zu kiten. Da geht's mal zumindest auf den Creep-Tumor. Linge versuchen hier die Widowmine auszulösen, aber hier schön abgewehrt. Die ganzen Linge werden rausgeschossen, bevor die Widowmine ausgelöst werden kann. Damit schießt die Widowmine auf die Queens, aber sofort kommt der Transducer von True und hält damit den Drop erstmal ab. Der sortiert sich hinten neu, hält sich nochmal hoch. Währenddessen Production wird nachgerüstet, Panzer ist hier mit dabei, neue Marines. Neue Barracks, Starport aktuell noch am Idlen. Es kommt Combat Shield und plus 1 Attack. Ja, und der Trupp hier kann sich zumindest mal einen Overlord schnappen. Unten ein, zwei neue Kryptomore. Allerdings jetzt hier die Munition sehr weit vorne ohne Medic-Unterstützung. Jetzt hier rechtzeitig eingeladen, weggeboostet. Und True geht jetzt hier auf das Banning Nest. Hat hier noch keinen Leertag stehen, interessanterweise tatsächlich. War hier sehr mineral basiert, hat sehr viele Linge rausgedrückt. Drowned jetzt hier auch wie ein Wahnsinniger. Hat seine drei Basen und möchte die natürlich voll bestücken. Im besten Fall. Wenn das ein Pokémon, die möchte natürlich den Creep klein halten, den Zerg so viel wie es geht harassen. Aber hier die Queens hier finden den Drop und der boostet erstmal wieder zur Seite. Eventuell könnte Pokémon hier noch den Overlord hier finden, das wäre ja noch ganz nice für ihn. Aber so hier aktuell, True geht einmal auf Scouting-Trip mit seinem Link, scoutet, ob eine dritte Basis für einen Terraner da ist, aber da sieht der Zerg aktuell nichts. Immer der Creep ist noch ziemlich eingeschränkt, aber mit so vielen Queens hier, mit 9 Queens auf dem Feld, sollte das nicht allzu lange dauern, bis der Creep hier wieder am Wachsen ist. Und hier, die Linge schaffen den Surround auf die Marines, die sind gerade komplett out of position, ohne Unterstützung und da verbleiben gerade mal 2 Marines im Medivac. Das war gerade ein bitterer Verlust hier für PokeBunny. Und immerhin, ja, True hat hier jede Menge Linge-Beininge. Tech-mäßig ist er dieses Mal nicht so stark unterwegs, man sieht's hier. Hatcheries, eine Evolution Chamber, ein Pool und ein Baning Nest und das war's dann auch. Es kommt noch plus 1 Attack mit dazu und dann war's dann so ziemlich. Da kann man noch einen Roach Warn stellen und dann haben wir das maximale Hatchery-Tag erreicht. Und die Linge hier waren jetzt gefunden von den Marines. Da haben wir schon mal einige Linge rausgenommen. Guter Anfang hier für Pokémon. Er möchte jetzt hier mit Panzern pushen. Es sind Baninge mit dabei, aber kein Speed-Upgrade. Da kommen jetzt hier Linge-Angst von beiden Seiten und wollen jetzt hier die Panzer überlaufen. Erster Panzer, zweiter Panzer wird surrounded. Da geht's nach hinten. Der Panzer schießt nochmal gut rein hier in die Linge. Und jetzt die Terraner-Armee kite nach hinten. Versucht jetzt hier einzuladen. Lädt auch alles so ziemlich rechtzeitig ein. Die Linge jagen hinterher. Aber es ist immer noch viel Terraner-Supply eigentlich in den Medivacs. Du versuchst hier zu pushen mit Lingen und Baningen. Und immer noch mehr Queens hier. Also es gibt jetzt hier so viele Queens aufs Feld, 10 sind bereits da, nochmal 4 mit dazu, True spielt hier was sehr, sehr Eigenwilliges, nur Link Baning Queen aktuell, macht keinen weiteren Tag. Jetzt hier, jetzt kommt der Leertag bei Minute 7, zu diesem Zeitpunkt hatten wir im letzten Spiel schon quasi den Hive Tag stehen. Also da war der Tag von True wesentlich extremer, dieses Mal hier fokussiert er sich sehr, sehr viel auf seine Army, auf seine Link Baning Army mit vielen Queens. Natürlich Queens mit Dauer Transuse, das ist auch mega nervig, die Linge hier versuchen jetzt eventuell ein bisschen Reinforcement zu finden, werden sie auch.
Und ja, da wurden ein paar Marines gefunden. Da kann Pokémon nicht wenig tun, aber er hat hier seinen Push mit Liberatern und einem Panzer und er möchte jetzt hier den Zirkel unter Druck setzen. Die Marines hier werden nach hinten gezogen. Bändige wollen natürlich in die Marines crashen. Hier gute Splits soweit. Die Bändige werden größtenteils ausgelöst, ohne dass sie die Marines treffen. Es verbleiben einige Marines hier. Die Panzer wehren die Linie hinten ab und somit Pokémonis Army bleibt bestehen. True kriegt jetzt hier ein bisschen Probleme. Der Push hier von Pokémon ist immer noch ziemlich mächtig. Da kommen jetzt nochmal einige Linge hier für True mit dazu und seine Linge hinten warten immer noch hier auf den richtigen Moment fürs Engagement. Da sind die Panzer wieder neu platziert. Jetzt geht's wieder drauf mit den Dingen auf die Panzer. Der Liberator schießt wie fröhlich um sich. Die Queens allerdings ballern hier wie wild und kriegen hier alles geklärt. Der Liberator ist down, die Panzer sind weg und somit die Marines ziehen sich erstmal zurück. Immerhin True in dieser Zeit. Er ist auf 56 Drones. Das könnte schlimmer sein, aber er ist trotzdem in einem sehr, sehr guten Zustand, was seine Economy betrifft. Er hat immer noch jede Menge Linge hier auf dem Feld. Also True hier wirklich, seine Injects sind sowieso alle on point und jetzt hier die Dinge, ohne Unterstützung wird es ein bisschen kritischerer Kampf. Die Marines stirren hier auch, trotzdem Dinge fressen sich mit ihren 1-1 Upgrades schon mal ziemlich weit durch, kriegen ja auch den Panzer mit raus, hier fliegen überall die Fetzen von dem Fight. Und True jetzt hier wieder, er macht einfach Sturweite mit Link Banding, holt sich jetzt das zweite Armor Upgrade, Banding Speed kommt endlich mit dazu. Und ja, neue Liberator hier, Terraner versucht es ein weiteres Mal, Pokémon hier setzt wirklich alles dran, den Zerg zu brechen, aber es sind immer noch so viele Queens hier mit Energie vorhanden, 12 Queens sind immer noch aktiv. Davon stehen die auch hier größtenteils rum und Energie, man sieht es, tickert nach und nach hoch. Linge hier hinten wollten wieder intercepten, da kommen jetzt die Linge von beiden Seiten, Panzer ist nicht wirklich gesiegt, der Liberator wird ziemlich schnell rausgesniped, jetzt hier die Medics werden gefokust von den Queens, die Bio kitet nach hinten, Bendinge kommen noch nicht wirklich ganz ran, ohne Creepsplat und ohne Speed-Upgrade sind die Bendinge doch ein bisschen lahm, da kann man als daran gut dagegen kiten und das Supply ist immer noch sehr, sehr nah beieinander, aber das Problem ist, hier die Upgrades werden besser und besser für True, wenn es Banding Speed noch mit dabei hat, hat dann wesentlich bessere Möglichkeiten hier zu fighten. Auch die Queens hier sammeln wieder neue Energie und somit hat man endlos Transusers natürlich möglich. True nimmt jetzt hier auch bereits Basis Nummer 4, wenn das ein Pokémon die pusht, immer noch auf 2 Base. Er setzt wirklich alles dran, mit diesem Push den Zerg zu finishen. Bisher hatte mal mehr, mal weniger Erfolg. Mal sehen, wie diese Runde funktioniert. Inzwischen ist Banding Speed mit vorhanden, das heißt, Splitten wird jetzt hier noch viel, viel wichtiger, weil die Bendinge plötzlich dastehen und auch der Creepsplat ist ordentlich am Rand der Terraner Army. Da geht es wieder nach vorne, die Marines kiten nach hinten, der Tank frisst viele Bendinge, die erste Welle Bendinge wurde gut weggefressen von Kiten und den Panzern, jetzt die nächste Welle Bendinge kommt, es verbleiben weitere Bendinge, die Marines werden hier abgeräumt, da kommt jetzt noch Reinforcement aus dem Norden, die Marines fighten jetzt hier gegen die Queens, die Queens haben nicht mehr so mega viel Energie, der Panzer fightet nochmal, jetzt die Linge haben hier die Marines komplett zurückgetrieben, da geht es jetzt hier rückwärts für Pokémon, der versucht sich hier neu zu sortieren. Und seine Marines und seine Panzer werden eingeladen. Er sammelt sich nochmal neu. Aber hier True hat ihn zurückgeworfen. Beide Spieler droppen hier unter 100 Supply. Aber True hier pumpt direkt wieder nach. Wieder 20 Linge, über 20 Linge gleich. Und 15 neue Bandinge. Und die Queens haben nochmal abgenommen. 8 Queens sind es noch. Aber trotzdem, Queens sind noch da. Creeper wieder mal geklärt. Panzer ist wieder in Position. Immerhin schießt mal kurz auf die Bandinge. Fruggy Austria, danke schön für den Follow. Und Fumusel. Ich weiß nicht, ob ich jeden Tag machen werde, aber ich will definitiv öfter streamen 2018. Das Problem ist, mit Carsten muss ich erstmal schauen, dass ich einen Cast bekomme für den jeweiligen Tag. Das ist gar nicht so garantiert. Drew hat gerade gescoutet mit seinen Dingen, hat gesehen, der Terran hat keine dritte Basis. Der macht das alles auf 2-Base die ganze Zeit. Und ja, Pokémon hier, jetzt zieht er sich gerade mal zurück. Jetzt baut er auch eine dritte Basis. Das ist halt eine mega späte dritte. Man sieht sie, die Mainbase gibt nicht mehr viel her, die ist bald komplett weg. Dank Mules, die Natural Deck geht es auch nicht viel besser, auch dank Mules. Das heißt, Terran hier geht auf eine Patchwork 3-Base-Economy, also das ist keine volle, das ist einfach nur so irgendwie zusammengeschusterte. Aber trotzdem, er hat wieder eine Army beisammen und True wird wieder unter Druck gesetzt. True hier wirklich Link-Banding Queen-Only. Generell die letzten Minuten eigentlich nur noch Link-Banding-Only. Plus 2 Attack kommt mit dazu. Terran hat einseits Upgrades, kein 2-2 in Sicht, da waren die Rocks aufgemacht. Und True hier, der setzt jetzt einen Konterschlag an. Ja, da ist eine Wall mit eBay und Supply Depot, aber gegen so viele Bandinge, das wird nicht lange halten. Und das Reinforcement wird einfach alles stur rausgerallied. Das heißt, das wird nicht lange halten hier. Da wird reingebrochen, die Linge sind drin. Und da kommt direkt das GG von Pokémon, weil er diesen Konter absolut nichts entgegensetzen kann. Und somit ist es True hier, der mit 2-0 hier ins Mindestmatch einzieht. Pokémon, sein Push hat stellenweise wirklich Potenzial gehabt, True zu brechen, aber Gott. Ich glaube, True hat sich das selber ein bisschen schwerer gemacht. Er blieb mit Absicht auf Link Banding only. Denke ich. Er hätte durchaus das Geld zwischendrin gehabt, um da auf mehr zu gehen. Aber hier, Pokémon, er konnte nicht durchbrechen. Hat es versucht mit dem durchgehenden 2-Base-Push. Jetzt Remake, auch noch Dankeschön hier für den Follow. Und somit hier ist unser erstes Match abgeschlossen. Geht das, wenn ich out of... Hey, es geht. So, und somit, ich schaue mir mal kurz das Bracket an, um zu wissen, wie es da so steht. Such mal kurz nach No Regret. Und da ist der Invite fürs Winners Match ZVZ. Jawollo. Ich weiß, die meisten sind nicht so begeistert von ZVZ.
Ich finde es eigentlich, wenn es schöne Spiele dabei sind, ganz lustig und angenehm. Da wurde gerade irgendein Wort. Ah, Stacio. Das war gerade lustig. Der copy-pastet immer, dass er. Der copy-pastet immer, dass er. Dass die Spieler doch bitte ihre Replays einschicken sollen. Und jetzt hat er gerade das Falsche gecopy-pastet, hat irgendeinen Twitch-Clip reinkopiert. Muss ich mir nachher mal anschauen. Irbogas? Ich weiß wieder nicht, wie man den Namen ausspricht. Es tut mir leid, aber Dankeschön für den Follow. Ah, okay. Ja, dann viel Spaß im Club, Pidi Wong. Und treib's nicht zu wild. Ich will morgen keine Beschwerden über dich hören, weil du irgendwas angestellt hast. Stimmt, es ist ja Samstagnacht eigentlich, wo normale Menschen sich unter andere Leute begeben. Tja, langweilig. Der meint, dass Clubs was Cooles sind, hat noch nie ein richtig geiles StarCraft-Match gesehen. So sieht's doch aus, oder? Realberg, auch Dankeschön für den Follow. So, und wir gehen mal in die Introduction unseres Winners-Matches. Wir haben nämlich ein ZVZ. Zergu versus Zergu. Und wir haben einmal in Rot. Das ist der Spieler, den wir nicht beobachtet haben. Das ist Psystorm Silky, der sich gerade eben in dem bereits ZVZ 2-0 gegen No Regret durchgesetzt hat. Aber gut, No Regret spielt, glaube ich, in jedem ZVZ das absolut gleiche, nämlich ein 14-Pool. Der kennt, glaube ich, wirklich nichts anderes oder macht auch nichts anderes aus Prinzip. Ja, und Silkys Gegner hier in Blau. Den Mann, den wir gerade beobachtet haben, wie er Pokémon zerstört hat, das ist true. Ja, ZVZ, mal gespannt, ob es explosiv oder gechillt wird. Aktuell sieht es sehr entspannt aus, mit Hedgegas Pool auf beiden Seiten. Beide expandieren, keiner macht einen One-Base-Blödsinn. Ja, er hat heute Pizza bestellt. Dann können wir eine Glaubensfrage losbrechen. Was ist eure Lieblingspizza? Der Lieblingsbelag auf der Pizza. Damit das grenzt nicht schon fast an Politik und Religion, wenn man über sowas diskutiert. Da waren manche Menschen sehr, sehr aufgeregt drüber. Ja, wir haben hier Overlords am Fliegen. Hashtag Ovilove. Wie er dampft und düst so vor sich hin. Ja, weil im Spiel passiert nichts wirklich Relevantes. Beide Spiele hier sehr gespiegelt, wie man sieht. Mirror-Matchup macht es möglich. Wenn wir von Silky die ersten vier Länge von Druid gehen, gibt es erstmal den Fokus auf das Speed-Upgrade. Ja, Silky ist tatsächlich derjenige, der jetzt hier auf 19 Drones ein bisschen mal Länge aufs Feld wirft. Es wird kein All-In oder ähnliches, sondern er baut auch Drones hinterher, aber erstmal Safety-Länge für den Anfang und auch Scouting-Länge, damit da nicht allzu viel passiert. Und ja, Queens auf beiden Seiten und ein schnelles, oh, schnelles Banning ist hier bei True. Er sammelt auch weiter Gas mit zwei Drones hier. Nachdem er hier Speed angeworfen hat, geht es hier weiter mit dem Banning Nest. Und das könnte dann doch bald recht schnell eskalieren. Wir haben hier die dritte Basis, nämlich für Silky. Und True könnte das durchaus triggern, dass er jetzt hier auf seinen zwei Basen einen Push ansetzt mit Lingen und Banningen. Und Silky das mal entgegenwirft, um zu sehen, wie er das defendet. Der Overlord wird da nicht gleich dran vorbeifliegen und das sehen. Da sieht er jetzt hier die Hedge. True weiß Bescheid. Hier die Linge wagen kleines Geplänkel gegeneinander. Es sind gleich viele Dinge. Silky versucht hier die dritte von True zu unterbinden. Aber aktuell der Fight hier natürlich mit der Drone. Die Drones sind Zusatz-DPS, Zusatz-Hitpoints. Und somit gewinnt hier True den Fight. Trotzdem Silky, er wird ein bisschen, schafft es ein bisschen Sekunden rauszuzögern, was das Thema Hatchery-Timing angeht. Silky zieht auch ein eigenes Banning-List nach. Und ja, da kommt, wie erwartet, die Link-Flut. 12 Linge, Speed wird auch schon mit fertig. Und True möchte natürlich die dritte Hatch hier einmal unter Druck setzen, möchte die natürlich am liebsten snipen, das wäre der Optimalfall. Oder ein paar Drones mitnehmen, je nachdem wie die Defense vom gegnerischen Circus. Und Silky muss sich dafür entsprechend vorbereiten. Er hat sein Banning das noch nicht fertig, heißt er muss selber Linge oder Queens parat haben. Eine Queen steht hier auch, nicht in der schönsten Position, zweite Queen kommt auch mit dazu. Es sind 7 gegen 15 Dinge aktuell, 6 gegen 14 Dinge. Kommt da ein Banning hier mit dazu für True. Banning Nest für Silky ist noch nicht ganz fertig, seine eigenen Dinge werden gerade gebaut. Er muss hier ein bisschen, ein paar Sekunden kaufen. Silky wartet gerade auf sein ganzes Reinforcement. True ist eigentlich jetzt schon an der Netspiel. Wenn das ein bisschen Counter-Pressure mit einem, okay, ein Link, das ist kein Counter-Pressure, das ist einfach nur nahezu nichts.
Ja, und wir haben jetzt hier Baning Morph von Silky. Stu hat auch Baning mit dabei. Wir gehen in den Link-Baning-Krieg. Mal sehen, wer jetzt hier besser davon kommt. Aktuell ist schon mal Detonation auf beiden Seiten eigentlich. Ich glaube, Stu hat hier den besseren Connect bekommen. Er kriegt jetzt auch den Surround auf die Queen. Erste Queen ist down eigentlich. Da richtig schöne Connect von dem Baning auf die Linge von Stu. Da hat einiges verloren. Jetzt geht es wieder vorwärts. Nächste Linge, nächsten Baning. Baning versuchen die Baning von Stu rauszukriegen. Aber nein, die gehen rein in die Natural. Detonieren hier auch. Machen drei Drones tot. Und da sind noch zwei Linge übrig, die Drones versuchen zu fighten, da stirbt eine vierte Drone, die Queen ist jetzt hier mit dabei, kann die Linge nochmal abwehren, in dieser Zeit geht es eigentlich hier zur Sache. An der dritten, das nochmal ein paar Linge, beide Spieler werfen Linge wieder aufs Feld, Ziggy baut neue Banninge. Er ist im Worker-Count immer noch eine Drone vorne tatsächlich, aber der Link-Banning-Krieg ist noch nicht beendet, es geht immer noch weiter, die Banninge von True werden wieder gecancelt, weil sie hier vorne nicht bauen kann. Und somit hier, ja... True sammelt sich und jetzt geht's wieder drauf auf die Queens ab. Das sind die Banninge direkt dabei. Da kann man die Queens definitiv nicht surrounden. Das ist zu riskant. Das ist zu risky. Und hier die Linge werden direkt abgestellt tatsächlich für den Runbuy. Währenddessen versucht jetzt hier Silky mit seinen eigenen Banninge den Gegner entgegenzulaufen, dass sie mit die Linge hier abhauen. True stellt hier auch schön seine eigenen Linge ab, um die Banninge zu snipen. Und ja, die Queens jetzt hier fighten gerade alleine, fighten ohne Unterstützung. Während das die Banninge gehen hier auf Hedge Nummer 3. Da detoniert ein Banning ziemlich gut. Da läuft ein Banning hier in die Natural rein. Wird auch detonieren, aber ein Banning macht nicht so viel Damage. Die Linge währenddessen fighten immer noch mit den Queens. Da kommt neue Unterstützung. Hier mit dazu für Silky und aktuell True verliert hier gerade so ein bisschen den Fight. True hat nicht selber gerade an dem Konter einige Drones verloren. Der war gerade noch auf Höhe, ist jetzt runter auf 18 und somit Silky hier, sein Konter hat sich durchaus bezahlt gemacht, will hier weiter pushen und True sammelt sich jetzt erstmal wieder zu Hause, ist man so klein ein bisschen abgeschlagen und Silky macht bisher ein richtig starkes ZVZ gegen True. Hat hier immer noch seine Linie oben stehen und True schickt da bald seine entgegen, das heißt wir kriegen hier eine kleine kleines Aufeinandertreffen der beiden. Und nicht sicher, wer hier von den beiden mehr Linge am Start hat. Auf jeden Fall, True zieht sich hier zuerst zurück. Silky hält die Wetter drauf und rennt jetzt hier nach vorne auf die dritte seines Gegners. Ja, und da geht's hier auf Hedge Nummer 3 von True. Er muss das defenden, währenddessen hier wird ein Overlord bespuckt von der Queen. Der wird ziemlich bald sterben. Hier werden Linge von Banning gejagt. Da sollte man aufpassen drauf, aber eben die Linge hier machen richtig guten Damage an dieser Hedge. Hat schon sehr, sehr viele Hitpoints verloren, ist auch runter auf dem letzten Drittel. Jetzt hier der große Surround. Die Hedge wird sterben, keine Chance, dass hier True das halten kann. Wenn das leider nochmal Probleme mit Lingen in der Main Base, aber das kann er clearen mit dem Reinforcement unter Queen. Und hier zieht sich Silky zurück. Er hat die dritte Hedge seines Gegners rausgenommen und muss jetzt hier quasi die nächste Wave von True verteidigen. Versucht nochmal hier mit seinen Lingen ein bisschen abzudenken. Funktioniert auch ziemlich gut. True rennt hier mit dem Großteil seiner Linge einfach Silky hinterher. Und das verzögert einfach den Push, den hier True machen muss quasi, um das Spiel wieder auszugleichen, um einiges. Somit hat Silky wieder ein bisschen Zeit, um sie vorzubereiten, hat die auch viele Banninge am Start. Und somit hier True muss sehr vorsichtig agieren, wie hier dieses Engagement nimmt. Er kann nicht einfach so in so viele Banninge blind reinrennen, das wäre zu kritisch. Und jetzt hier wieder Link-Banninge-Plänkel einmal hier ausgelöst. Die Banninge hier versuchen sich gegenseitig auszulösen. Na, das hat nicht so gut funktioniert. Das ist jetzt kein schöner Trend für Silky. Momentan True wieder im Supply vorne, aber Silky hat sehr viele Ressourcen gerade noch auf der Bank. 500 Mineralien, die er gerade nicht ausgegeben kriegt. Fehlt es ihm an Larven? Er hat nur wenig Larven. Es ist bei Link-Banning-Kriegen öfter so, dass einem die Larven ausgehen für den Fight. Und Silky, ja, wechselt jetzt hier auf Roaches. Die sind larveneffizienter, kosten ein bisschen mehr Geld, aber tanken gut was weg und sind gegen Linge nicht ganz so anfällig, zumal die Linge keine Upgrades haben. Und hier geht's wieder los mit Silky, einmal rüber Richtung dritte Basis von True, die wurde gerade Fisch gesetzt und wird jetzt hier vom Leader von Lingen gepressured. Also Silky macht wirklich einen guten Job, was Gegenangriff angeht. Und hier die dritte, ja, die wird nicht durchkommen, keine Chance. Die wird hier wieder runtergeschlagen, wird gecancelt. Die Linge opfern sich fröhlich in den Banningen, währenddessen in der Mainbase geht's wieder zur Sache mit Links around auf die Queen. Die Queen kann sich nicht verteidigen, wird hier rausgenommen und da geht's jetzt wieder an die Drones und True fällt hier weiter und weiter zurück. Fällt hier mehr und mehr auseinander, verliert jetzt hier nochmal Drones runter auf 21. Die Linge prügelt sich hier durch. Es reicht immerhin nur, um eine Drone zu töten, trotzdem gegen 42. Also doppelte Worker-Count hier von Silky. Sein Supply schießt nach oben und die ersten Roaches werden gebaut und es sind immer noch hier für ihn aktuell 8 Banninge auf dem Feld. Heißt, er hat hier wirklich ordentlich was stehen und. Oh Gott. Das war ein richtig hässlicher Connect hier gerade. Da hat True ordentlich kassiert. Mit an diesem einen Banning. Und hier werden Banninge neu gebaut, neu gemorpht. Die werden gerade surrounded. Und hier gibt es einen Link-Krieg, den gerade True gewinnt. Der Banning kommt durch und nimmt noch einen ganzen Schwung an Linge mit raus. True will immer noch hier natürlich weiter pushen. Weil das ist Silky, versucht ein weiteres Mal mit dem Gegenangriff. Diesmal wird er eigentlich abgefangen. Und True hier, er hat noch nicht hochgedroned. Er pumpt noch immer Linge und Banninge. Hier wird nochmal ein Banning-Kokon gecancelt, wenn das die Linge versuchen, jetzt hier reinzugehen in die Natural. Hier sind Banninge und Roaches. Und das sind für True jetzt hier schwieriger und schwieriger. Ja, es gegen so viele Banninge. Es sind so viele Banninge hier für Silky auf dem Feld. 10 Stück gegen 2 gerade mal von True und auch die Roaches hier. Wenn die dritte Hedge ist angeschlagen, vielleicht will True die einfach snipen. Da kommt nochmal ein Zeus mit drauf von der Queen. Für den alle Fälle und die Banninge lösen jetzt hier auf aus. Die ganzen Linge, True hat da gerade nicht ganz aufgegeben und die ganzen Linge lösen sich in Luft auf. Da kommt das Chi-Chi und Silky macht hier tatsächlich das 1:0 in diesem Best of 3 und damit True verliert die erste Map. Silky mit grundsoliden ZVZ.
zeigt hier schon mal kurz, wo es lang geht. Und das war ordentlich. War ein schöner Auftakt an ZVZ. Gut, ich überwache nur kurz das Production-Tab, dass da nichts Kritisches passiert. Aber ich denke, die beiden fühlen sich soweit wohl mit einem Standard-Opener. Sieht hier nicht nach einem 12er-Pool aus, sieht hier auch nicht nach einem 14er-Pool wirklich aus. Sehr unwahrscheinlich, dass die beiden das machen. Silky könnte sich das leisten, er könnte jetzt mal ein bisschen riskieren, weil er eben vorne ist und quasi ein Game wegwerfen kann. Wegwerfen könnte, aber er macht das nicht. Er spielt hier sehr solide. Er will hier nicht irgendwie in irgendwas reinlaufen und ein Spiel leichtfertig aus der Hand geben. Und wir gehen rein für mal Le Introductions. Richte nochmal kurz das Overlay ein und jetzt hier einmal in Rot. Der Zerg, der hier mit 1-0 führt vom Team Psystorm Gaming. Es ist Silky. Mit bisher starkem ZVZ. Er hat 3 Matches hintereinander gewonnen, alle ZVZ. Der gewinnt vielleicht die Gruppe einfach nur durch gutes ZVZ. Das kann natürlich auch vorkommen und damit kann er auch durchaus sich vielleicht qualifizieren sogar mit gutem ZVZ. Auf der anderen Seite haben wir einen Zerg, ebenfalls Team Psystorm Gaming. Die beiden sind Teamkameraden. Das hier ist True. Ist jetzt auch schon ja eine ganze Zeit auf, bis sie in Team Psystorm Gaming untergekommen. Ist auch ein sehr, sehr gutes Team. Sind alles nette Leute, die da drin sind. Ein Team, das ich sehr gerne habe und die Spieler davon auch sehr gerne sehe. Kann man eigentlich nichts Negatives drüber sagen. Generell, man muss sagen, inzwischen über 7 Jahre StarCraft haben sich dann die meisten schlechten Teams dann doch aus der Szene inzwischen verabschiedet. Auch die ganzen Scammer-Teams gibt es nicht mehr viele. Gut, ein bisschen kritisch begutachte ich gerade dieses neue koreanische Team, dieses Titan EX1, weil es halt aus dem Nichts kam und man nicht wirklich weiß, woher kommt das Team, was will es und wie schafft es, so viele Spieler, so viele gute Koris so schnell an sich ranzubinden. Das beobachtet man doch ein bisschen kritisch so aus den Jahren der Erfahrung. Aber ja, wir werden sehen, was passiert. Ich hoffe auf jeden Fall für die Spieler, die beim Team Titan EX1 sind, dass es für sie alles gut verläuft, dass sie da ein glückliches Team zu Hause haben. Wäre sonst sehr, sehr schade. Ja, und wir haben hier von Silky ein paar vorbeigesneakte Linge tatsächlich. 6 Linge hier am Start. Warten auf ihren großen Einsatz, dass sie hier nämlich bei True ein bisschen Beef machen können. Das sind nochmal 2 Linge, die wurden hier nochmal scheinheilig rausgesandt. Von denen. Guck mal, das sind meine ersten 2 Linge, die ich gebaut habe. Mal sehen, ob True drauf reinfällt. Aktuell True baut hier, er hat keine Linge wirklich am Start. 2 Stück ist mega, mega wenig. Es kommt das Speed-Upgrade hier für True. Silky hat noch keins, er hat es gerade erst angedrückt. Da kommt wieder das Spinning-Nest direkt für True. Und jetzt kommen halt die ganzen Linge für True, auf True rein. Und Silky, er weicht nochmal hier aus und macht jetzt hier eine Falle auf die 2 Linge hier von True. Warten kurz angeknappt und jetzt geht es direkt nach vorne. Die Linge wurden gezeigt, jetzt muss hier Silky Action ergreifen. Und die Linge von True sind im Bau, das sind 2 Queens, die die Rampe blockieren. Und somit hier, ja, die Queens halten das dicht und die Linge müssen tragischerweise aus drum laufen. Das kostet zu viel Zeit, heißt die Linge können hier nichts wirklich anrichten. Silky baut jetzt hier noch ein Banning Nest mit dazu. Speed Upgrade ist unterwegs auf beiden Seiten. Danke für den Follow Nevermore. 93, gleiches Geburtsjahr wie ich. Und ja, damit gehen wahrscheinlich gleich wieder Link-Banning-Kriege los. Ich sehe es schon kommen. Beide wieder Banning Nest am Start. Ein paar Queens mit dabei, 2 Hedges, damit kann man dann schon mal den Link-Knopf durchdrücken. Aktuell hier, Silky versucht noch ein bisschen zu pressuren, aber er hat hier nicht genügend Linge, um diesen Fight zu gewinnen. Keine Chance. Schuli auch noch mit schönem Micro, hält hier sein Einling mit den letzten 7 Midpoints auch noch am Leben. Wollte den nicht hergeben. Hat natürlich nur 35 Hitpoints, heißt, wenn der sich hochgeneriert, das ist dann doch relativ weit passiert. Oder man macht ihn zum Banding. Denn wenn eine Einheit aus dem Prokor schlüpft, dann ist sie wieder bei voller Gesundheit. Easy going. True nimmt Basis Nummer 3, auch Silky nimmt Basis Nummer 3. True sieht das auch, Silky sollte das sehen, der Overlord ist hier so nah dran. Bisschen rüberfliegen, dann hat sich das Thema erledigt. Die Tephora will das Game sehen. Ich troll doch nur ein bisschen. Ich mach doch nur ein bisschen Spaß. Vor allem, weil in den ersten 30 Sekunden eines Spiels sowieso nichts passiert. Wenn das passieren würde, dann würde ich reinschalten. Dann schalte ich sofort auf Krisenmodus, auf Krisencaster-Modus. Wenn tatsächlich mal ein früher Pool passieren würde, da bin ich schon dahinter. Ich gebe schon 8 auf mein Game. Ja, wir haben jetzt hier von True einen schnellen Wechsel in Roaches. Er hat diesmal keinen Bock auf Link-Kriege. Nein, er hat Roach Warren und Evolution Chamber. Silky hat hier vorher noch einen Link reingebracht. Heißt, er hat das gescoutet. Er hat gesehen, dass sein Gegner auf Roaches geht. Und Silky selber, er geht erstmal auf den Leertech, holt sich selber auf der Evolution. Entschuldigung, falscher Spieler. Weil geht auch auf Leertech und Roaches und plus 1 Attack. Heißt, dieses Mal gibt es Roaches anstatt Linge. Wir gehen jetzt ins Roach ZVZ. Das ist nicht ganz so actiongeladen wie das Link-ZVZ, das ist ein bisschen langweiliger. Silky stellt hier nochmal ein paar Linge ab, aber die werden vom Banning geklärt. Silky will unbedingt nochmal durchscouten, will sehen natürlich, wie weit der seines Gegners ist. Aber kommt einfach nicht durch gegen die Banninge, immer ein paar Banninge rausgenommen. Besser als nichts, aber somit hier True hält die Scouting-Informationen möglichst minimal. Ja, beide Spieler gehen hier
auf Standard-Roach-Gedöns mit Leertag heißt das. Speed-Upgrade für die Roaches wird auch noch bald mit dazukommen auf beiden Seiten. Ja, da kommt es auch schon für True. Bei Silky fehlt eben noch der Leertag und eben der Roach-Fun wird auch gleich fertig. Und dann geht's los ins Roach-Mid-Game. Die kotzen sich dann schön mit den grünen Strahlen gegenseitig an, bis einer der beiden tot ist. Das ist, also Roach-Games sind jetzt wesentlich weniger spannend, wenn das nicht jagen die Queens in Overlord. Aber Silky mit den Micro-Moves schleicht es sich hier von den Queens davon, hält sein Ovi am Leben. Und somit hier, mal sehen, wie es für die beiden weiterläuft. Aktuell True hier mit der stärkeren Economy, generell mit der bisschen schnelleren Build-Order, was das alles betrifft. Da war Silky jetzt ein bisschen hinten dran, weil er eben früh hier sehr viel in seine Linge investiert hat, ist im Verhältnis sehr viel. Die frühen Dinge kosten jetzt eben halt Silky gerade ein bisschen was an Vorsprung bezüglich Economy und Tech. Und somit ist er aktuell hier schon ein bisschen vorne dran und kann hier ein bisschen sich schneller entwickeln. Aktuell Silky, ja, er holt seinen Supply auf, aber True hat immer noch Ressourcen übrig. Hat die schnelleren Upgrades. Ah, nicht mal, tatsächlich. Plus 1 Attack ist schneller bei Silky als bei True. Ja, die Queen wird wagt sich weit raus, möchte unbedingt den Overlord snipen. Der versucht hier verzweifelt wegzukommen. Die Roaches geben Highground Vision, damit die Queen auch unbedingt den Ovi snipen kann. RIP Overlord. Da gehen seine Eingeweide in den Himmel. Ja, und somit hier Silky kurz Supply blockt. Beide pumpen Roaches. Und High Kirby ist weg. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, da wird der nächste Overlord angespuckt. Also True hier wirklich jagt mit seinen Queens den Overlords hinterher. Hier ist ein Overseer. Amazing. Ein Overseer, finde ich, sieht immer so gelangweilt aus, weil seine alle Augen, die er hat, vor allem das Auge, das er vorne dran hat, das sieht immer aus, als wäre ihm tierisch langweilig. Die ganze Zeit. Wenn man Overseer mal von vorne sehen. Leider gerade nicht der Fall. Ansonsten, wir haben auch einen Overseer auf Seiten von True. Der steht hier. Wir können eigentlich die Kamera drehen. Ja, auch das Auge hier hinten dran. Immer so auf Halbhöhe, komplett gelangweilt. So, was geht hier eigentlich ab? Passiert doch eh nichts. Ist Roach ZVZ. Schnarr. Ja, aber trotzdem beide pumpen fröhlich, fleißig weiter. Roaches beide haben 150 Supply erreicht. True hier hat immer noch ein bisschen was am Bank übrig. Könnte da eigentlich viel, viel weiter schon sein. Jetzt ist wieder ein bisschen Supply capped. Plus 2 Attack kommt auf beiden Seiten. Wir sind ziemlich gespiegelt. True hat ein bisschen mehr Drones hier am Start. Dafür hat Silky gerade ein bisschen mehr Army Supply. Es unterscheidet sich nicht wirklich viel. Wir haben zwei große Roach-Kloppen hier. Zwei große Klumpmann-Roaches, die irgendwas irgendwie tun. Hier hat ein Banning nochmal ausgelöst, aber an sich. Ja, amazing dieses Game. Amazing spannend. Tja, wir sehen wahrscheinlich gleich die Max-Outs von beiden und dann geht's los. Ja, True jetzt hier. Jetzt unterstützt er seine Army mit ein paar Ravager-Morphs. Einfach für Zusatz-DPS. Für noch mehr fettere Einheiten mittendrin. Ein Ravager hat, glaube ich, sogar einen fetteren Umriss oder einen etwa gleich großen Umriss wie ein Archon. Sind genauso dick. Und ja, hier gibt es jetzt gleich Beef von True, der pusht raus, aber Silky hat hier einen Overlord. Der hat das im Blick. Heißt, Silky weiß, dass dieser Attack kommt. Und Silky kann sich darauf vorbereiten. Silky hat noch nicht den Max-Out erreicht. True ist inzwischen Max. Da sind die Rocks down. Die Cross of By ist ein bisschen zu spät geworfen. True frisst sogar noch einen eigenen Cross of By. Silky läuft einfach mit dem Kopf gegen die Wand. Will es einfach hier direkt wissen, weicht jetzt hier nochmal ein bisschen den Cross of Bice aus, pumpt jetzt hier einfach durch. Die beiden haben die gleichen Upgrades. Silky hat das bisschen schnellere Reinforcement an dieser Stelle, weil seine Basen minimal näher sind. Aber hier True hat immer noch die Ravager, die machen Zusatz-CPS. Und ja, Silky droppt hier gerade krass im Supply. Und wir sehen gerade eine Parade im ZVZ-Roach-Fight. Nämlich zwei große Haufen, die gegeneinander grüne Kotze sich entgegenwerfen. Bisschen gelbe Kotze ist auch noch mit dabei. Und somit Silky hier wird zurückgedrängt. Seine vierte Basis wird beschossen. Die wird er auch verlieren. Die Eier wurden beschossen von den Ravagern, sind damit down. Und Silky hat die nicht genügend Army Supply. Und True wird ab hier jetzt einfach so ziemlich durchpushen, denke ich. Sein nächstes Reinforcement ist nämlich hier auf dem Weg. Silky versucht nochmal an die Ravager ranzukommen mit ein bisschen Roach Micro. Die Roaches sind kaum noch vorhanden hier für True aktuell, aber da kommen welche nach. Und ja, die vierte Basis lebt glücklicherweise noch. Beide Spieler pumpen Roaches, aber True ist hier bereits 40 Supply vorne. Fliegt jetzt hier nochmal ein paar Ravager. Aber jetzt kommt das Roach Reinforcement und jetzt hat Silky wieder Probleme, diesen Fight zu drehen. Queen kämpft nochmal mit, aber ja, da kommt das GG. Und sie sahen Roach ZVZ, das most amazing ZVZ ever. Wir gehen Roaches, wir gehen 200 Supply, wir kloppen gegeneinander und dann sehen wir mal, wer nach der Kotzerei übrig bleibt. Und in diesem Fall war es True. Und somit haben wir den Ausgleich im Winners Match. Vielleicht sollte Silky sich überlegen, im Link Game zu bleiben. Das hat ihm jetzt momentan mehr Erfolg gebracht. Oder er sollte komplett ins Late Game gehen, so quasi Brutlord Lurker Style wäre auch sehr geil. Würde ich mich auch sehr freuen, muss ich sagen. Das wäre ja nicht was Spannendes, aber Roaches sind einfach so ausgelutscht, so nicht spannend.
Weil man auch nicht wirklich nachvollziehen kann, was abgeht. Man sieht einfach nur die Roaches, wie sie sich gegenseitig runterkotzen. Aber viel mehr passiert da nicht. Aber ja, wir haben Map Nummer 3 dafür. Und ja, mal sehen, wer jetzt hier sich dieses Match holt. Wir sind quasi jetzt runter auf einem Best of One. Der dann die Map gewinnt, ist auch direkt durch seine Gruppe. Ist ja das Winners Match. Und direkt geht's hier los. Also die beiden hier, jetzt legen sie Tempo vor. Währenddessen, ich check mal kurz das Grid, einfach um zu sehen, was sonst noch abgeht. Ich sehe gerade. Hallo. Das Face. Ja. Also mal kurz Grid-Update. Mal gucken, was so abgeht. Neep hat 2-0 gegen Cicada gewonnen. Ich bin nicht wirklich überrascht. Ja. Bei No Regret Pokémon gibt es noch nichts Neues. Scarlet hat 2-0 gegen McKenning gewonnen, bin ich jetzt auch nicht mega überrascht. Masa und Semper haben ihre Spiele gewonnen gegen Game Time und Dolan. Heißt zwei Terrans. Wir haben garantiert einen Terran in der Round of 8. Heißt das hiermit, wir haben nicht auch eine ziemliche Zerg-Seuche in der ganzen Gruppenphase von NA, muss man auch sagen. Es sind auch wieder viele Zergs mit dabei, so wie in EU. Aber in EU sind die ganzen Zergs auch in der Round of 8 gelandet. Das sind von 8 Plätzen, sind 6 davon Zergs. Das wird ein richtig toller Tag morgen. Das wird viel ZVZ geben, das weiß ich jetzt schon. Wir haben einfach zu starke Zergs in Europa. Das ist einfach so. Ja, wir haben wieder die beiden mit Makro-Opener. Da passiert nichts. Ich sehe da oben sogar die kleinen Reste vom Production-Tab. Solange da kein früher Pool drin ist, ist das alles nicht so spannend. Da wird doch kein Pool erscheinen, da kommen nicht zwei Hatches. Fast zeitgleich tatsächlich. Da nimmt sich's nicht viel. Und somit hier. Map Nummer 3 startet wieder mal sehr, sehr entspannt. Mal sehen, wann es die ersten wirklichen großen Bewegungen an Units gibt. Und wir gehen mal zu unseren Spielern. Wir haben in Rot den Zeug vom Team Psystorm Gaming. Es ist Silky. Und auf der anderen Seite gegenüber der Zeug in Blau vom Team Psystorm Gaming. Es ist True. Ja, ZVZ mit Roaches. A-Klick und Beten. In der Hoffnung, dass der RNG-God einen mehr favored. Nee, man hat schon so Sachen mit Kampfpositionen, dass es gibt schon taktische Bewegungen im Roach gegen Roachhead, aber es sieht halt einfach langweilig aus. Guck mal, dein Klumpen ist genauso groß wie meiner. Mal schauen, welcher Klumpen länger bestehen bleibt. Ja, mal sehen, was die beiden hier machen. Ob wir wieder Roaches sehen werden. Roachhider wäre noch eine Option. Roachhider Lurker wäre eine Option. Bluedots wäre eine Option. Mutas wäre eine Option. Ling Baneling. Overlord Drops, Nidus, All-Ins. Es gibt Varianten, nur die meisten werden einfach quasi nie gespielt. Ist nicht so, dass wir einen Mangel an Optionen hätten, wir haben eher einen Mangel an Kreativität unserer Spieler. Weil die meisten halt doch dann eher das Makro-Game bevorzugen und dann passieren halt Roaches, weil die das solideste Makro-Game sind, was man im ZVZ machen kann. Ja, momentan hier gibt es Drones und Queens und das Speed-Upgrade auf beiden Seiten. Nicht wirklich große Unterschiede. Wir haben jetzt wieder ein paar Linge hier auf Seiten von Silky, 6 Stück. Chu hat komplett gerade Linge geskippt. Denkt sich, wieso Sörglinge bauen, das geht auch ohne. Jetzt baut das halt, okay, er baut Linge reaktiv, defensiv. Und Silky hier, er eiert mal los. Mal sehen, was seine Linge so rein können. Oh nein, Chu tatsächlich baut ein paar Linge mehr. Könnte also gleich spannend werden sogar. Wir haben Speed-Upgrade auf beiden Seiten. Ja, okay, Chu baut wesentlich mehr Linge jetzt. Will aber auch seine dritte Basis hier nehmen. Und ja, Silky versucht hier zu engagieren, solange die Unterstützung nicht ganz von Schuh mit dabei ist. Da geht's mal kurz auch auf die Drone. Also die Drone gewinnt hier einen Fight gegen den Link. Die Drone hat hier einen Kill und kann jetzt hier mit ihrem erfolgreichen Kill eine Hatchery setzen. Gut gemacht, Drone. Sie haben ihren Job erfüllt. Nun gehen sie ein Gebäude bauen und opfern sie sich dafür. Auftrag ausgeführt. Wenn das nicht auch Silky seine dritte Basis hier genommen. Schuh hat natürlich jetzt auch einige Linge auf dem Feld. 4 Stück. Wunderbar. So viele Linge. It's amazing. Und ja, ansonsten gibt's Banning Nest. Hier gerade auf beiden Seiten. Bei Silky wird das gerade noch fertig. Dritte Hatch kommt mit dazu. Ansonsten 30 zu 27 Drones. Da ist Chu ein bisschen vorne dran. 2 zu 3 Queens. Silky hat eine Queen mehr hier aktuell. Kann aber natürlich ein bisschen frühen Creepset setzen, wie man hier auch sieht. Und ja, Linge sind verteilt. Bisschen. Bei dem Speed-Upgrade jetzt mit dabei. Silky baut einen defensiven Banning. Und damit, wir starten sehr gediegen in das Match. Aktuell sind beide noch am Dronen. Heißt, es passiert nichts wirklich Schlimmes. Linge wurden hier mal gecatcht. Die Follow-Funktion ist mega geil. Übrigens. Nur wenn ich an den Rand vom Bildschirm komme, dann scroll ich leider. Ich muss dann mal meine Maus verstecken. Ja. Banninge auf beiden Seiten. Einige Banninge, muss man auch sagen, hier bei True. Das ist schon einiges an Gas, was er da reinpumpt für 6 Banninge.
25 Gas pro Baneling. Und ein Zeug sammelt am Anfang eben nicht so viel. Aber er hatte auch gerade ein bisschen Beef mit den Lingen von Silky. Aber wenn die Unterstützung hier von Schumi dazu kommt, sollte Silky eigentlich nicht bleiben. Ja, kriegt auch hier den ersten Baneling ab. Rennt jetzt hier nach hinten. Will seinen eigenen Baneling mit dazu ziehen. Ja, da geht's rein. Die Baninge detonieren. Es sind noch die Baninge hier von Chu übrig, aber auch die waren ausgelöst und somit. Es bleibt nicht viel von dem Kampf. Währenddessen gibt es hier kurz Ling Beef. Aber die Jones hier waren draufgezogen. Exekutieren hier die Linge. Alles klar, Silky. Ihr lässt sich da nichts bieten, sondern haut einfach mit den Jones auch direkt drauf. Und ja, da kommt der Roach Warren auf beiden Seiten. Und Evolution Chamber auf Seiten von Chu. Bei Silky hier aktuell noch keine auf dem Feld. Und bei Chu hier auch direkt der Leertag mit. Also Chu geht hier bereits wieder volles Gas in den Roach-Tag mit Upgrades. Währenddessen Silky hier aktuell Leertag angedrückt. Jetzt hier Roach von eigentlich bereits da. Das nochmal Linge. Oh, der hat nochmal Baning bekommen. Süßer kleiner Trade. Übrigens, Units Lost Tapped. Sie sehen keine toten Baninge. Das liegt daran, wenn Baning explodiert, dann zählt er nicht als Unit Lost. Und das hat Blizzard, glaube ich, auch nicht mehr fortzufixen, wenn wir ehrlich sind. Wir werden hier niemals Baninge sehen. Außer sie werden wirklich getötet von was Externem. Aber wenn die Baninge selber detonieren, dann hat sich das ziemlich schnell erledigt. Dann tauchen die einfach nicht auf. Das heißt, das Resources Lost Tab ist ein bisschen irreführend, weil es einfach nicht alles mit drin hat. Müsste man normalerweise aufsummieren können. Ja, 625 und 812. Ja, wir haben die angeschlagene dritte Basis für True, aber Roach ist unterwegs und auch... Oh! Oh, ein bisschen mehr Spannung reinbringen, das Match. Das macht True hier. Er baut nämlich gerade einen Spire. Und cancelt ihn wieder. Goddammit, True, ich hatte solche Hoffnungen in dich gesetzt. Du warst der Auserwählte. Ich habe gedacht, du gehst vielleicht auf Mutas, aber nein. Die Roaches von Silky wandern nicht rüber, ohne Speed-Upgrade. Auch Ravager kommt dazu. Silky setzt jetzt hier einen Roach-Ravager-Link-Push an, ohne größeren Upgrades. Er hat hier zwar den Leertag mit dabei, aber der ist für Ravager. Und ja, dann geht's nach vorne hier. Der braucht den Leertag nicht für Ravager. Entschuldigung, ich rede einen Blödsinn. Aber er hat den Leertag auf jeden Fall. Er hat ihn gecancelt. Entschuldigung, ich bin manchmal blind. Ja, sofort wird evakuiert hier für True. Er muss jetzt hier defenden, denn Silky will hier wissen, der setzt hier auf den All-In. Und ja, da geht's auch rein. Die Ravager versuchen zu kotzen. Kotze trifft nicht. Die Jones hat mit draufgezogen. Das True zieht alles, um das hier vernünftig zu defenden. Dann hat auch eine gute Fight-Position hier oben an der Rampe. Die Queens hauen mit drauf. Die Jones opfern sich. Aber Silky wird hier erstmal zurückgeschlagen. Supply immer noch sehr angeglichen. Jetzt Worker Supply ist komplett gleich auf zum aktuellen Zeitpunkt. Die Roaches fighten immer noch. Da kommen noch Baninge mit rein, aber werden rausgenommen von den Roaches, bevor sie detonieren können. Und Silky wird hier erstmal abgehört. Also die drüben schlägt sich eine Queen mit dem Overlord rum. Komplett abseits alle Wege und Orte. Die Queen hat auch mega Energie, um zu transfusen, wenn sie sich mal mit der Restarmee zusammenschließen würde. Aber nein, sie muss sie unbedingt eine Overlord jagen. Somit hier True aktuell Supply blockt. Silky hier, ja, pumpt weiter Einheiten, geht jetzt hier wieder auf den Leertag neu. Heißt, sein Tag wird sehr spät sein. Sein Upgrade wird mega spät kommen. True hat hier inzwischen plus 1 Attack mit drauf. Baut natürlich jetzt auch fleißig Roaches. Dritte Basis jetzt natürlich, hat kaum Drones. Silky nochmal nachgedroned. Heißt, die Economy ist jetzt hier besser für den roten Zirk. Aber der Tag ist viel, viel stärker hier für True. Und da wird nochmal gepinkt. Geil. Ich sehe die Pings von den Spielern. Gut zu wissen. Ja, und da geht's nach vorne. In dem 1v1 sind Pings auch sehr, sehr hilfreich. Und wir haben jetzt hier einen Link-Run-Bike gerade von Silky. Einmal in die Mainbase von True. Der versucht jetzt hier Linge abzuspalten für einen späteren Angriff. Und Sapphire, dankeschön für den Host. 22 View, Alter. Krass, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und ja, hier die Linge wird gefunden von True und einfach, ja, gejagt. Zumindest mal, aber auch die Queen. Queen, tu was. Lass nicht zu, dass Drones sterben. Okay. Die Roaches kommen rechtzeitig, um die Drone am Leben zu halten. Und somit hier True hält das alles ab. Silky hat viel Army Supply, hat das bessere Worker Supply, aber eben sein Tech. Sein Tech schleicht wie die Sau. Dann sieht's hier, True hat bereits plus 2 unterwegs, Silky arbeitet noch am plus 1, Silky arbeitet noch an Roach Speed und True hat hier bereits den Spire jetzt neu angedrückt. Nachdem er den erstmal gecancelt hat, kommt er jetzt wieder neu mit dazu. Wenn das hat, Silky jedoch einen kleinen Trupp an Linge, der könnte eventuell auf die vierte drauf rennen. Die hat noch nicht viele Hitpoints, da kann man noch Damage machen, eigentlich Roaches sind in der Nähe. Die brauchen nicht lange, bis sie als Unterstützung mit dabei sind. Ja, Linge, renne einfach drauf. Das gilt jetzt einmal, versuch hier die Hedge zu snipen, die Roaches reagieren auch, rennen hin. Aber die Hedge nimmt so viel Damage, schreit's, es reicht hier. Hedge wird gecancelt von True. Und setzt sie nochmal neu. Aber immerhin, die Linge haben gereicht, um den Hedge zu canceln. Und werden jetzt dafür mit dem Leben bezahlen. Die hätten eigentlich davon kommen können. Die hätten nicht sterben müssen, Silky. Jetzt tust du den armen Lingen an. Aber True bereitet hier einen riesen Muta-Switch vor. Hat 1300 Gas gesammelt. Und hat auch fast die Mineralien dafür. Und Silky wird das sehen. Allerdings im letzten Moment. Er sieht den Spire, wenn er gerade am Ploppen ist. Ja, Spire. Plopp. Da ist er da. Da gibt es 12 Mutas instant.
Und sofort hier, also da kommen die Spawncrawler. Und Silky, er wird dafür ein bisschen mehr brauchen. Er braucht Queens, er braucht viele Spawncrawler, um das hier 50 zu defenden. 15, 16. Alter, von True gibt es jetzt die komplette Muta-Klatsche. Der komplette harte Tech-Switch. Einmal auf den Zug, auf den Roachen-Zug und jetzt auf den Muta-Zug aufgesprungen. Und somit hier, ja, 16 Mutas, das ist eine Hausnummer. Das ist nicht einfach für Silky zu defenden. Er hat einfach quasi nichts an Anti-Air. Er hat 5 Queens und die 3 Spawncrawler, die hier rumstehen. Und das ist halt... Das reicht nicht. Da braucht er nochmal mehr Spawncrawler. Nicht gegen so viele Mutas. Keine Chance. Never ever. Wir werden jetzt den Mutas zusehen, wie sie jetzt gerade mal Dominanz über die Karte etablieren. Da kann Silky wenig gegen machen. Er wird hier seine Map Vision verlieren, seine Map Control verlieren, denn die Mutas sind jetzt der neue King auf dem Feld. Zumindest bis mal ein vernünftiger Konter da ist. Und Silky, ich frage mich, was er vorhat. Will ich hier wirklich einen Konterangriff starten? Aktuell die Mutas, ja, fliegen mal kurz in die Mainbase. Machen kurz Bekanntschaft mit dem einen Spawncrawler, die Queens jagen hinterher, aber da geht der nächste Overlord down. Wir werden doch, denke ich, noch mehrere tote Ovis jetzt hier sehen. Das wird jetzt ein Overlord-Jagdfest. Das sind immer noch Spawncrawler, die neu mit dazukommen, aber es sind doch nicht ganz fertig. Nochmal tot Overlord, tote Drones jetzt hier durch die springende Muta-Attacke, durch die Bouncing Glaives, durch die Glaive Worms, die hier Sporenwürmer heißen sie, glaube ich, im deutschen Offiziellen. Hier, man sieht es, tote Drones, tote Overlords, die Mutas hier haben ihren Spaß, sind so ziemlich uncontested, fliegen hier fröhlich hin und her zwischen Basis und snipen einfach eine nach der anderen. Auch hier, Spawncrawler nicht fertig, jetzt hier, Spawncrawler ist zwar da, aber zu low, wird gesniped und somit die Mutas haben hier ihren Spaß, haben schon einiges gekillt und Silky, jetzt rückt ihr einfach aus mit Roaches und Ravagern und denkt sich, ich drücke dir jetzt hier meine Roaches ins Gesicht, wenn deine Mutas hier alle am Fighten sind. Die Queens versuchen sich zu wehren, die Mutas haben ein bisschen Damage genommen, aber es sind immer noch hier 14 Mutas auf dem Feld. Fliegen sie gleich nochmal über den Spawncrawler, aber jetzt hier kommt eben der große Roach-Push von Silky. Der drückt jetzt einfach eiskalt bei True rein, aber der hat auch Spinecrawler hier gebaut für die Defense. Und Silky, mal sehen, wie das jetzt hier funktioniert in diesem Fight. Er hat hier auch den Upgrade-Nachteil, er hat nur plus 1, True hat hier plus 2 und seine Mutas sind auf dem Heimweg. Aber es scheint auch schon so zu reichen hier für True. Silkys Army wird nach und nach dezimiert. Und so nach und nach lösen sich die Roaches hier für Silky auf. True, man sieht, es ist bereits 50, so bleibt vorne. Die Roach-Army wird abgewehrt, Silky hat kaum noch was, er baut jetzt hier nochmal jede Menge halt was. Aber einfach, er hat den großen Fight verloren, ist im Supply mega unten, hat die schlechtere Economy. Er hat hier oben immerhin nochmal ein paar Roaches reingebracht in die Mainbase. Aber auch das wird defended hier von True. Und True hat immer noch Mutas am Start. Immer noch hier 14 Stück in der Luft. Es ist inzwischen einiges an Anti-Air vorhanden, aber dafür mangelt es hier am Rest, ganz einfach. Und somit hier, ich denke, wir sehen die letzten Momente von Silky in diesem Moment. Panda Bear Me hat Pack geschlagen, oh cool. Gut zu wissen, ja. Da gibt es nochmal den riesen Ravager Morph von True. Der kann sich nochmal hochflustern auf 200 Supply. Und danach wird es, denke ich, einmal ein Drüberrollen über Silky geben. True auch mit dem plus 1 Arm Upgrade noch unterwegs. Da kommt aber der Zeus, hat gerade den Spawncrawler am Leben gehalten. Gegen die ganzen Corrosive Biles. Ja, die Roaches und Ravager greifen hier an, währenddessen gehen die Mutas in die Mainbase. Und Silky wird jetzt hier einfach auseinandergenommen. Er kann nicht überall defenden. Ja, die Basis Nummer 4 wird wieder beschossen. Weitere Spawncrawler down. Die Mutas diven die Mainbase. Spawncrawler auch gekillt. Da geht's auf den Lair und die paar Drones. Und True hier, er möchte nicht mal direkt engagen. Er ist noch sehr, sehr konservativ. Aber es gibt wenig, was Silky mir entgegensetzen kann. Sein Army Supply ist mächtiger. Seine Upgrades sind mächtiger. Jetzt ist Upgrade Gleichstand zwar da, aber gleich ist wieder ein Vorteil vorhanden für True. Und der Michael zieht einfach fröhlichen Wolf. Währenddessen rampagen die Mutas noch immer in der Mainbase und die Roaches hier snipen einfach einen Spawncrawler nach dem anderen, dass die Mutas auch ja noch besser agieren können. Und die Roaches rennen jetzt einfach zu den Mutas mit hoch, warum auch nicht, denken sich, und wir unterstützen euch jetzt. Wir helfen mal kurz aus. Die Mutas leben auch noch zu guter Anzahl. Die Queens werden angegangen, die Queens sterben hier. Und jetzt muss Silky seine eigene Rampe hochlaufen, frisst dabei die Corrosive Bites. Silky's Supply löst sich auf. True Science bewegt sich nahezu überhaupt nicht. Und dann hat sich das jetzt hier erstmal erledigt und True zielt als Gewinner der Gruppe B in die Round of 8 ein. Der Silky hat einen guten Fight sich geliefert, kann man ihm nichts lassen, aber True jetzt hier am Ende war es dann doch eine sehr, sehr starke Vorstellung von ihm. Und somit hier haben wir unseren Gruppengewinner und ich werde mich mal auf der Suche nach einem neuen Match begeben. Ja, unser Match steht bereits. Mal kurz das Best of 3 noch einrichten. Naja, wir hatten gerade die Diskussion hier eben, dass wir auf dem, dass die Streams auf dem Wiki gar nicht gelistet sind und der, da muss ich ihm recht geben. Da muss ich Kirby's Weg und It's Remake recht geben, denn da steht wirklich nur der Mainstream drin, twitch.tv/StarCraft, und da läuft gerade die Regional Qualifiers von Neuseeland und so weiter und die ganze Region. Ah,
Alles klar. Wir gehen in die Spielintroductions, dann ja, wie erwartet, wir haben No Regret mit dabei, das könnte ein bisschen schneller gehen dieses Mal. Wir haben einmal in Rot den Zerg, der da gerade das Mindestmatch leider verloren hat, aber es war doch ein ganz ordentlich ansehnliches ZVZ. Das hier ist Psystorm Silky, der mit Hedgegast Pool begonnen hat, und auf der anderen Seite haben wir den Zerg, bekannt für genau diese Strategie, die er hier treibt. Das hier ist Nerd Streets Gaming No Regret. Und No Regret. Poolgas. Speedlinge. Das ist so typisch No Regret. Er hat auch, ja, er nimmt die Goldbase mit dazu. Ja, los geht's. Drum habe ich überhaupt kein Problem mit dieses Match zu casten, weil No Regret packt die chaotische Geschichte aus und damit haben wir dann auch immerhin was Tolles zu sehen, was man nicht so oft zu sehen kriegt. Das ist super. Das gefällt mir. Und somit mal sehen, Silky hat im vorigen Match 2-0 gegen No Regret gewonnen. Mal sehen, ob No Regret jetzt hier einen besseren Plan hat, wie er Silky schlagen kann. Aktuell No Regret baut auch direkt das Spinningness mit dazu. Bautlinge, Speed Upgrade, Queens, aber auch bei Silky, Queens, Linge, Speed Upgrade, noch kein Banning Nest. Und Silky hat eben die Expansion und ein paar Drones mehr hier aktuell. Und der Overlord fliegt auf die Goldbase. Silky hat das schon genau in Planung. Er rechnet schon damit, dass No Regret hier die Goldbase nimmt. Denn er wird auch gleich sehen, dass in seiner Natural, in der Natural von No Regret keine Basis steht. Das wird er auch gerade sehen. Er wird sich eben wundern, ob hier noch kein Creep ist. Und dann kann er sich eigentlich ausrechnen, da ist keine Hedge. Ziemlich sicher. Er schickt ja, man sieht ja auch, er microt den Overlord wie ein Bescheuerter. Jetzt sieht er keine Hedge mit dabei. Dritte Hedge soll gerade kommen für Silky. Er spielt hier sehr, sehr standardmäßiges ZVZ und No Regret wartet hier drauf, dass sie einfach Silky ein bisschen überraschen kann. No Regret pumpt einfach gerade schon Linge wie ein Bescheuerter. Silky baut den ersten Spinecrawler, denn er weiß genau, das wird jetzt ein bisschen actionreich auf meiner Seite. No Regret hat die Goldbase, baut eine Queen und beide Spieler pumpen Linge. Das heißt, es wird gleich losgehen, da kommen drei Banning hier an der dritten Basis. Ja, Kirby sagt, danach ist die Gruppe durch, danach kann ich ein anderes Match casten. Entspann dich. Danach sollte das besser werden. Dann suche ich mir irgendein anderes Match raus. Mindestens ein Decider gibt es noch mit ZVT. Also Zergs werden wir wahrscheinlich mit einer Beteiligung haben, aber es wird kein ZVZ mehr geben, denke ich. Und ich versuche es zu vermeiden. Wir haben jetzt hier ein paar Linge von Silky an der Goldbase von No Regret. Wir lassen versucht, der die Rampe hochzukommen in die Mainbase. Da kommt nochmal ein schöner Tensus auf die Queen, aber der Surround sitzt und dann die Queens gehen hier down. Die Lücke war ein bisschen offen. Linge kommen jetzt hier rein in die Mainbase, aber da war ein Spinecrawler. Wo soll jetzt der Spinecrawler? Wurde der gecancelt? Silky, du Madman, hat den Spinecrawler nicht durchgezogen. Jetzt hat er eben ein Problem mit einigen Lingen vor seiner direkten Schnauze in der Mainbase. Und hier die Hedge wird rausgenommen. Also No Regret flieht hier auch eine Basis. Dafür ein Silky flieht hier gleich seine Mainbase. Und das wäre ein bisschen bitterer. Da hat er hier ein bisschen zu krass gepokert. Versucht hier nochmal 12 Linge rauszubringen. Fightet jetzt hier mit den Drones. Und da kommt direkt das GG. No Regret macht hier das 1-0 tatsächlich. Oh, Silky. Er hat den Spinecrawler gecancelt, den er in seiner Main stehen hatte. Das war ihm dann, er hat eigentlich nicht erwartet, dass dann doch noch so viel auf ihn zukommt. Und da hat er sich komplett verschätzt. Und das, so kann es gehen gegen No Regret. Und somit haben wir auch, kurz mal Zeitvergleich, 4 Minuten. Du, wir sind mit dieser Serie gleich durch. Überhaupt kein Thema. Kirby's weg. Das dauert nicht mehr lange. Selbst wenn wir ein Spiel 3 haben, das dauert vielleicht 10 Minuten, dann haben wir das. Ah. No Regret Action. Kaffee, du glorreiches Lebenselixier der Menschheit. Zumindest zeitweise. Jo, Match steht. Und wir machen das gleich mal. So, blauer Zerg. So. Also wir machen das so. Mal gucken, wann kommt der Pool? Was denkt ihr? Wann kommt der Pool? Wann kommt der Spawning Pool? Genau, genau, kurz in dieser Zeit das Overlay einstellen. Achso, oh, es gibt. Oh mein Gott, No Regret droned. Jetzt, wo die einzelne Führung hat, zieht er doch nicht etwa das Makro-Game raus. Was denn da los auf einmal? Alles klar, kommt Hedgegast Pool von ihm. Ja, wir haben hier einmal den Zerg in Blau, führt mit 1-0. Das ist No Regret. Der hat wirklich No Regret, egal bei welcher BO er spielt. Der kennt da nichts, der drückt einfach durch. Und auf der anderen Seite haben wir hier den Zerg in Rot. Ist jetzt hier hinten von beinahe durch die Gruppe durch als Erstplatzierter, ist jetzt hier kurz vor der Elimination. Also er muss jetzt hier wieder seinen Rhythmus finden, damit er das Spiel nochmal wenden kann. Das hier ist Silky. Der ging ursprünglich 3-0 in Führung in der ganzen Geschichte und jetzt hat er hier 3 Matches hintereinander verloren. Also es läuft gerade nicht so rund für ihn. Aber er baut hier ganz normal, er lässt sich hier nicht aus der Ruhe bringen, baut hier trotzdem Hedgegast Pool ganz normal und No Regret, diesmal spiegelt er ihn. Und somit hier Overlords sind unterwegs. Das heißt, Obi chillen.
Denn im Match passiert nichts. Ich bin ein Overlord, ein Overlord. Und ich fliege über das Land. Zwar nicht schnell, aber konstant. Währenddessen sehen wir die tanzende Nachtelfe. Also ich glaube, die ist in StarCraft nicht... Ist es nicht wirklich noch eine Nachtelfe? Ja, doch. Mehr oder weniger. Da läuft auch Musik. Hört ihr das? Yeah. Ich weiß nicht, warum das Supernova steht, weil Supernova so hieß mal früher in StarCraft Pro. OGS Supernova. Ich weiß nicht, ob der... Ich glaube, der ist retired inzwischen. Ich weiß nicht, ob er noch spielt. Ja, und somit hier ruhige ZVZ-Anfangsphase, weil Norikbert sich dagegen entscheidet, einen 14-Pool zu spielen. Ich bin überrascht. Ich meine, nicht unbedingt negativ überrascht, aber ich bin überrascht. Das auf jeden Fall. Ja, wir haben die ersten paar Linge auf dem Feld. Slicky mal wieder mit seinen Standard-6 Dingen, die er losschickt am Anfang. Das macht er wirklich jetzt in jedem Spiel so, wenn er zumindest so weit kommt. Und Norigat, der baut ein paar Linge mehr. Der hat 20 Worker, hat 2 Basen und der pumpt jetzt hier schon wieder Linge. Okay, Norigat macht also wirklich doch kein so sehr Makro-Game, wie ich das ursprünglich erwartet habe. Und somit hier geht's vorwärts einmal Silkys Länge. Die war natürlich die Länge von Norigrad 10. Na, Norigrad sogar. Oha. Oha, da kommt die Wall mit dem Roach Warren und der Involution Chamber. Also er dreht jetzt hier wirklich mal den Spieß um und geht direkt ins Roach Mid-Game. In den Roach Push quasi. Denn er hat nicht wirklich viele Drones. Er droht auch nicht. Er pumpt jetzt hier dann Roaches mit hinterher. Cancelt er den Spaß? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was Norigrad damit bezweckt. Will er seinen Gegner ausfaken? Kann sein, aber Evo ist jetzt fertig. Gibt's plus 1 Missile Attacks? Er hat gleich das Gas, Mineralien braucht ein bisschen länger. Ja, da kommt der Cancel vom Roach Warren und dann gibt es hier ein Link Attack Upgrade, wenn es überhaupt ein Upgrade gibt oder einfach nur Baninge. Okay, war wirklich nur ein geplanter Fake, aber Silky kommt hier rein, sieht den gecancelten Roach Warren, kommt in die Mainbase, sieht einen riesen Haufen an Dinge, sieht das Baning Nest und Silky damit, ja, muss reagieren, baut direkt die eigenen Dinge, hat eine dritte Hatch im Bau, aber Norigat ist hier bereits unterwegs mit dem eigenen Haufen an Dinge. Ja, da kommt noch das Baning Nest, eigentlich eben sehr, sehr spät. Es sind McQueens hier parat, da kommt jetzt hier auch ein Spinecaller an der Natural und Silky jetzt, das muss ich hier in Krisenverteidigung betreiben, aber er hat hier wohl nicht ganz genügend Dinge. Momentan ist Linke sind doch im Bau, versucht hier irgendwie zu defenden. Spinecaller wird hier schon gefokust. Spinecaller ist hier auch down. Silky hat noch keine Banning und da kommt direkt das TT. Oh nein, Silky. Oh Mann. Der Mann hat so gut angefangen. Der war 3-0 in seiner Gruppe. Und jetzt ist er mit 3-4 raus. Er hat gerade 4 Maps hintereinander verloren. Erst gegen Chu die 2 Z-Fortsets und jetzt gegen No Regret die 2 Z-Fortsets. Oh Mann. Das tut weh. Silky war wirklich knapp dran, die Round of 8 zu erreichen und jetzt ist er raus aus dem Qualifier. Das ist bitter gelaufen, Fina, das ist schade. Aber ja, GG, no regret. No regret einfach, bleibt seinem Namen treu, keine Gnade, einfach drauf und macht's damit auch. Das ist ja schade hier für Silky, aber ja, kann man nichts machen. Okay, das heißt, ich stecke jetzt im gleichen Match wie 4 Dragon und Wardy, aber wir haben jetzt den Zeitpunkt erreicht, dass nicht mehr so viele Matches offen, dann nehme ich alles, was gerade offen ist, um zu casten. Und da GameTime mir nicht schnell genug geantwortet hat und auch Master noch nicht vorhanden ist, kann es durchaus sein, dass ich da eh noch länger warten muss. Somit gehen wir von dem ZVZ in ein PVZ und mit Protoss und Zerg. Und den Zerg hatte ich gestern schon, den Zerg habe ich gestern gecastet. Nämlich Panda Bear Me. Ein junges Talent. Oh, gelb-grün als Farben, auch schön. Ja. Battle on the Broadwalk, jawollo, die Karte. Ich hoffe eine 50 Minuten Splitnap-Situation, ganz ehrlich. Aber ich halte es für unwahrscheinlich. Wir haben sehr, sehr selten Matches momentan, die wirklich lange dauern. Ja, Gruppe B ist komplett fertig, Gruppe C sind wir gerade im letzten Match. Gruppe A und Gruppe D habe ich keine Ahnung, wie es aussieht. Ich weiß ein bisschen, wie es aussieht, nämlich GameTime ist Platz 3 und Dolan ist raus. Wie es bei Master gegen Semper aussieht, weiß ich momentan noch nicht. Da habe ich jetzt noch keine Infos abgreifen können. Und somit hier. Ah, okay. Also Indica sitzt schon Snow gegen Neep. Da führt Neep mit 1-0, sehe ich gerade. Mal den anderen Stream auschecken. Ja, aber wir haben hier... Ich habe ein Haar in meinem Gesicht, in meinem Bart. Das nervt. Ah, da ist es. Was soll noch einer sagen? Ich kann nichts. So, wir haben Best of 3, es steht 0-0 und wir haben ja einmal den Zerg in Gelb. Das ist Panda Bear Me. Auch schön mit der Tatze hier als Logo. Oh, ist er nicht süß. Und auf der anderen Seite haben wir den Protoss in Grün vom Team Root Gaming. Es ist Puck.
Puck. Wie der Dota Hero. Nach dem hat er sich übrigens auch benannt. Nach dem Dota Hero Puck. Wen es interessiert und wer sich in Dota auskennt. Ja, die Propi hat ein bisschen Rest, aber hat dafür ordentlich ins Gesicht bekommen. Währenddessen wurde Nexus gestellt von Puck und zwar an der Goldbase. Hier gibt es eine schöne kleine Goldbase hinten drin, hat nur 6 Mineralienfelder, aber ist eine sehr, sehr lustige Basis. Denn wie man hier sieht, der Zugang dazu ist ein ewig langer Zickzackweg. Das sieht so dämlich aus, ganz ehrlich. Ja, und auch hier zur Seite gibt es einen Zickzackweg und hier sind Rocks. Also die Map ist zugänglich, man kann die auch schön mit Obolats reindroppen, da kann man als Zerg sehr viele Späße treiben. Und Puck mag diese Map, das weiß ich, denn von dem habe ich schon mehrere Replays gesehen auf dieser Map. Bei dem kommt die öfters vor, der hat die Map sehr gerne. Mal sehen, was er hier treibt, was er hier spielt. Aktuell hier Cybernetics Core kommt mit dazu, Gateway Expansion war hier am Start. Währenddessen bei Panda Bambi gab es Hedgegas Pool und eben jetzt Queen's Speed und die ersten paar Länge, währenddessen Obolats auf Scouting Trip. Und ihr wisst, was das heißt. Yeah. Schön, wie die Kamera immer rumeiert, weil sie eine Einheit im Zoom nicht vernünftig fokussieren kann. Sie versucht immer danach zu korrigieren, um die Einheit wieder in die Mitte zu kriegen. Daher kann ich mich das so schön hin und her schieben. Ha. Kameraspielereien sind schon was Schönes. Ja, wir haben die ersten Linge auf dem Feld und wir haben die erste Protoss-Kampfeinheit auch auf dem Feld. Und das ist ein Adept hier von Puck. Er geht einmal auf Scouting-Tour, wird auch die dritte Basis ziemlich schnell hier sehen. Ja, zieht hier auch durch, sieht die dritte Basis, geht mal Richtung Natural. Kann natürlich mit seinem Shade immer noch easy kommen, da die Linge noch kein Speed-Upgrade haben. Noch kein Speed-Upgrade, das kommt ziemlich bald. Und der Puck hier scoutet mal noch kurz mit seinem Shade, aber cancelt. Möchte das hier nicht durchziehen. Und es kommt bei Panda Bammy direkt Baning Nest und Evolution Chamber. Und das ist verdammt früh. Er hat noch gar nicht wirklich gescoutet, glaube ich, was sein Gegner so hat. Ja, er hat den Cybernetics Core gesehen. Und wir haben jetzt hier der Adept einfach mal rein in die Mainbase. Und der hat hier auch gerade einen Kill gesammelt, einen Drone Kill. Und kriegt hier, nein, hier kam der Spockholler. Spockholler safe. Somit die Drone bleibt am Leben. Und es kommt das Oracle hier von Puck. Hier unten ist das Stargate an der anderen Ecke der Map. Hier wird auch zugewollt und eine Shield-Batterie gesetzt, dass da nichts reinkommt. Weil man einfach bei diesem Gang immer aufpassen muss. Das Oracle fliegt mal in den Norden und da wurde auch ein Drop-Overlord gerade gemorpht übrigens. Dafür war die Evolution Chamber. Da gibt es jetzt hier Linge rein. Die Linge sollen in die Goldbase und da ist gerade wenig an Defense einfach. Wie man hier sieht, da ist nur eine Schildbatterie. Die wird auch fertig, aber eben Linge waren jetzt hier reingeströmt und das Oracle steht aktuell still und Puck braucht das Oracle dringend. Entweder zur Defense oder zur Offense. Auf jeden Fall muss er irgendwas damit anfangen. Währenddessen kommt ein Phoenix, der soll dann natürlich gegen den Overlord helfen und Twilight Council als nächste Attack, weil währenddessen Ding ist auch vor der Natural. Ja, hier geht es jetzt an der Goldbase zur Sache, die Props fighten mit Unterstützung, freundliche Unterstützung der Schildbatterie. Und ja, mit der Schildbatterie, man sieht sie, die Props fighten da überhaupt nicht schlecht. Nehmen die Linge nach und nach raus, jetzt ist die Schildbatterie out of energy, jetzt kann man Props töten, dann müssen nochmal Linge nachkommen. Währenddessen geht es eigentlich hier rein mit den Lingen und Banningen einmal durch die Front, durch den Pylon durchgeburstet. Und jetzt hier geht es in die Mainbase und da sind Banningen mit am Start und die Army von Puck ist quasi nicht existent. Das Water kommt sehr, sehr spät, da gab es bereits eine Explosion. Es sind bisher 10 Probes gestorben, aber es sieht im Workout nicht so mega schlecht aus für Puck. Denn Panda Bambi hat sehr, sehr viele Larven hier in Linge verbaut. Heißt, er hat keinen sonderlich guten Dropcon und versucht hier auch noch Linge nachzuwerfen. Der Overlord hier, der Drop Overlord lebt noch immer, heißt Ling-Nachschub kann kommen. Und ja, Puck versucht hier seine Vault neu zu errichten. Es fehlen hier noch Banning, um die wieder zu crushen. Und da jetzt der Phoenix möchte natürlich den Overlord aufhalten. Der wird nochmal eine Fuhre hier reinbringen. Und dann kann ich hier einmal entspannt ausladen und danach wird es das mit seinem Leben gewesen sein. Währenddessen bereitet sich Panda Bear vor, Panda Bear Mi vor für den nächsten Push hier wieder auf die Wall. Da ist eine Sentry, die ist noch mit dabei, die kann Force setzen, aber die Wall ist hier ziemlich fett. Da wird es ziemlich schwierig zu wollen und die safe zu halten mit einem einzigen Force Field. Und die Dinge fressen sich gerade einfach durchs Gateway. Oracle kommt wieder zu, Banning detonieren, auf Sentry, auf Pylons und da ist die Wall wieder ziemlich low. Die Wall wird jetzt hier auch gecrushed, beide Pylons sind down. Banning marschiert einmal in die Problem. Beide Banning hier wollen natürlich mehr Kills sammeln, aber das Oracle hält hier mal zumindest noch ein bisschen was auf, aber jetzt verliert der Puck neue Probes. Seine Goldbase läuft noch, seine Mainbase wird gerade komplett überrannt. Jetzt gibt es hier einen Warp in Unadept. Swap geht ist glücklicherweise durch. Die Linge rennen hier nach unten. Das ist hier unten nochmal Linge am Start. Die Netzspiel hier wurde auch soweit erstmal aufgeräumt. Die paar Probes hier eiern gerade hin und her, können nicht wirklich arbeiten. Und somit hier die Probes suchen zu fighten. Protoss versucht sich hier irgendwie durchzuhangeln und Panda Bear Mischuk schiebt einfach neue Linge nach. Weil er merkt, Herr Protoss hat große Probleme, sich irgendwie wieder safe zu kriegen. Und wenn ich jetzt einfach durchgängig Druck mache, dann habe ich hier eine gute Chance, mir das Match zu holen. Und somit hier einfach Linge über alles. Wir können Linge nochmal von beiden Seiten hier reinpushen auf die ganzen Pylons. Die Pylons halten einfach nicht so viel aus. Es gibt keine Sentry für ein Force Field. Jetzt hier neue Sentry wird gerade reingeworbt. Heißt, ein Notfall-Force Field ist
gerade hier vorhanden. Da geht es jetzt wieder mit den Dingen zur Sache. Immer die Probes kommen nicht wirklich zu meinen. Man sieht es, Pax Supply bewegt sich kaum. Aber Pandaremie hat nicht wirklich eine tolle Economy. Die Sentry wird gesniped und da geht es rein wieder mit den Bändingen. Und die Adepts müssen davonlaufen. Das sind Linge in großer Anzahl. Da kommt jetzt das GG und Pandaremie macht somit hier das 1-0 in 6 Minuten, indem er einfach Linge und Bändinge pusht wie ein Wahnsinniger. Jo, ansonsten, ich hoffe, bei euch ist noch alles fit im Chat. Wir können, denke ich, in Map Nummer 2 vernünftig reinspringen. Es passiert gerade nicht viel. Wir haben eine Gateway-Expansion für den Protoss und eine, oh, ja, eine Hatch hier. Eine Hatch First für den Zerg. Kein stressiges Opening. Bei weitem nicht. Daher mache ich mir gerade ziemlich den Stress hier groß, das Map direkt, die Map direkt zu covern. Ich checke aber noch den Team Liquid Thread, ob da noch irgendwas geschrieben wurde. Aber sieht ziemlich ruhig aus. Anscheinend hat Scarlet getrollt, aber ich habe die Scarlet-Spiele nicht gesehen. Ansonsten, wieso ist Indie eigentlich doppelt verlinkt? Ich habe keine Ahnung. Naruto ist übrigens auch noch live. Naruto suchtet gerade immer noch PoE. Aber ja, jetzt gehen wir einfach mal rein ins Match. Wir haben ja einmal in Gelb den Zerg, der führt hier mit 1-0, mit einfach Linge ohne Ende in der ersten Map. Das ist Pandabermi. Pandabermi. Und der spielt gegen den Protoss in Grün. Vom Team Root Gaming, es ist Puck. Und jo, Obis unterwegs. Einheiten technisch tut sie noch nicht viel. Man sieht, dass der Discord kommt und damit wird es auch mal die erste vernünftige Protoss-Einheit geben. Auch sogar noch den geschifteten Rally Point gesetzt. Da hat er die Moves ausgepackt. Er möchte, dass der Adept auf der Seite spawnt. Ja, da kommt, wie erwartet, der Adept. No surprise hier. Und ja, bei Pandabermi gibt es ein paar Startlinge und direkt hier das Stargate von Puck. Und die Overlords wären gar nicht so weit weg, aber wir werden das so schnell nicht scouten können. Overlords sind erstmal hier am Abdrehen, wenn nicht in der Schusslinie rumstehen. Adept hier, mal sehen. Wird er rausgeschickt oder bleibt er zu Hause? Spielt Puck defensiv oder ihr lieber offensiv? Offensiv it is. Rennt einmal raus und möchte ein bisschen Druck machen. Und natürlich auch ein bisschen scouten. Und somit hier der Adept. Das ist auch. Es gibt zwei Arten von Protoss. Die einen, die ihre Adepts laufen lassen, während der Shade unterwegs ist. Die anderen, die den Adept stehen lassen, während der Shade unterwegs ist am Anfang. Und Puck gehört zu der zweiteren Sorte. Ja, da gibt es den ersten Link-Kill und auch den ersten Drone-Kill hier. Also der Adept nimmt schon mal schön was mit. Kein schlechter Auftakt hier. Und da kommt das erste Oracle hier für Puck aus dem Stargate. Keine Überraschung hier. Man könnte noch Phoenix spielen gegen den Zerg, aber das ist nicht mehr üblich momentan. Das ist gerade überhaupt nicht ein Metagame. Vor allem nicht gegen Zerg. Doch, es gibt ein paar Protoss, die das machen. Ich weiß, Rotterdam macht das gelegentlich. Aber wie gesagt, das ist nicht wirklich ein häufiger Opener aktuell. Das ist Oracle viel, viel öfter dran. Und ja, die Adepts hier rennen einfach mal rein in die Mainbase. Schneiden hier schon eine oder andere Drone tatsächlich. Jetzt ziehen sie von der Queen ziemlich was ab und ein Adept stirbt dabei auch. Der andere portet sich nochmal raus. Es sind 4 Drones bereits gestorben. Das war durchaus ein ordentlicher Trade hier gerade für Puck. Aber Pandabermi jagt dem Adept hinterher und setzt auch da einen Surround-Down. Und der Adept keine Chance, dass er da wegkommt. Wird einfach nur zerfetzt. Und ja, jetzt wird er vom Oracle quasi abgelöst. Das versucht sie selber ein paar Kills zu finden. Es wird ein Phoenix hinterhergebaut gegen die Overlords. Ein Anti-Ovi-Phoenix. Und die Linke sind einmal am Scouten, wie es mit der Protoss dritten Basis aussieht, wie es an der Natural aussieht. Wenn das Oracle versucht, jetzt hier Kills zu holen, aber es ist bereits Spockhole hier vorhanden in der dritten. Das ist aber auch der einzige Spockhole, der aktuell steht, denn die Natural ist nicht besetzt. Das ist quasi die Natural hier. Die wurde zuerst gesetzt, weil hier geblockt wurde mit der Probe und dem Pylon. Ja, hier kommt ein neuer Spockhole. Das Oracle müht sich nochmal ab, hier Larven zu killen. Und eventuell Drones mitzukillen, aber hat nicht so viel Erfolg, wenn dessen, ja, Pandabermi hat einen Overlord verloren am Phoenix und der Phoenix wird hier auch den zweiten Overlord ziemlich schnell finden und vernichten. Bam, bam, bam. Ja, dauert ein bisschen, aber Kasradu, es kann gut sein, ein bisschen müde fühle ich mich auch, aber das powern wir durch, gar kein Thema, gar kein Thema, das geht. Ja, die Linge hier wollen die dritte Basis verhindern von Pandabermi. Diese Panda-Bears-Mielinge wollen die dritte Basis von Puck verhindern. So rum. Aber die dritte Basis kommt. Das Oracle ist hier zu viel DPS. Die Doppel-Oracle ist jetzt hier unterwegs. Und es kommt jetzt hier neben der Robo hier die Robotics Bay mit dazu. Und auch eine Forge ist hier mit am Start. Kolosse oder Disruptor? Mit der Forge sieht das eher aus wie Kolosse.
sind ziemlich gut inzwischen im Anti-Light Damage, heißt Linge wurden weggebraten wie bescheuert und auch Hydras wurden weggebraten wie bescheuert, und denn Hydras sind tollerweise Light Units und Panda Bammy geht auf Hydras hier zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, die Orks hier wollen nochmal resten, aber es ist schwierig gegen Queen's Bockholler Combo. Sie versuchen jetzt hier am Rand, nehmen auch eine Drone hier mal raus, die zweite Drone auch mit und fliegen dann entspannt wieder weg. Aber Puck hier, man sieht's, Pucks Workaround ist gar nicht mal so elegant. Dafür, dass er zwei Nexus mit Chrono Boost hat, er hat sich da doch ein bisschen mehr auf Einheiten fokussiert. Er hat ein relativ gutes Army Supply, aber dafür sein Worker Supply leidet ein bisschen. Und Panda Bammy hier, der pumpt jetzt natürlich mehr und mehr Drones gleich raus, sobald er hier wieder ein bisschen Luft dafür hat. Sein Tech steht, die ersten Hydras werden auch mit dazu kommen. Jetzt hier in der Netzwerke zum Beef. Da starben tatsächlich nochmal ein paar Drones, weil der Spockhold sehr, sehr weit hinten ist. Aber das Any Oracle nimmt mega viel Schaden, aber bleibt nochmal am Leben hier. Nicht genügend Damage. Eine zweite Queen hätte geholfen, aber somit bleibt das alles hier erstmal da. Und der Phoenix hier sniped den nächsten Overlord. Der Phoenix bereits mit dem vierten Kill. Gute Phoenix. Respekt. Jetzt hat er Probleme mit der Queen, aber hier stehen immer noch ein paar Overlords rum, die man einfach damit abgrasen kann. Und der Phoenix natürlich auch kann easy scouten, einmal über die Mainbase fliegen. Macht jetzt hier auch einmal Leertech gesehen, einmal den Hydra dann gesehen. Und da kommt jetzt auch direkt hier der Lurker denn noch mit dazu. Also Panda Bammy will es jetzt hier wirklich wissen, will einen Lurkerling-Push starten. Hydra-Upgrade kommt mit dazu, plus 1 Missile-Attacks kommt mit dazu. Und beim Protoss ja steht Basis Nummer 3, der zweite Robo. Und wie angesprochen, war da gerade ein Koloss im Bau. Oder der? Ja, der ist da. Da ist Kolossi. Koloss einsatzbereit. Und somit hier gibt es weitere Production. Neue Gateways an den Start, neue Robo. Und auch ein Twilight Council, das jetzt hier mit dazukommt. Heißt, der Tech vom Protoss wird weiter vorangetrieben. Panda Bammy. Und der fällt jetzt hier doch ein bisschen ab. Aber er hat eben auch gerade selber wichtigen Tech in Entwicklung hier. Mit dem Lurker denn. Und Lurker sind eine mächtige Waffe gegen Protoss. Der Koloss allerdings, der kann das kontern. Der hat genügend Range, um da halbwegs vernünftig zu fighten. Man muss ein bisschen kiten trotzdem. Man sollte nicht unvorsichtig durch das Lurkerfeuer laufen. Zudem Lurker dann baut auch immer noch. Man sieht, der braucht ewig. Hat, glaube ich, eine ähnlich lange Bauzeit wie der Inspire. Mal kurz nachschauen. 86. Nicht so, wenn nicht sogar länger als der Spire. Müsste ich genauer nachschauen. Ich bin mir gerade mit den Zahlen nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall eins der Gebäude, die am längsten bauen. Und ja, die Hydras jetzt hier versuchen kurz zu fighten. On Creep geht das noch ein bisschen besser. Da werden sie revealed vom Oracle. Aber das Oracle bezahlt dafür mit dem Leben. Aber nur noch ein Oracle übrig. Der Koloss hat nicht so viel Support unten drunter, wie man hier sieht. Das sind Sentries, ein paar Sellets und ein paar Adepts. Und abgetechnisch, da ist noch nicht viel drauf. Plus 1 Attack. Es kommt jetzt hier Koloss, Extended Thermal, Lance und Charge. Sowie plus 2 Attack. Wäre das ein Linge, rennen hier mal fröhlich im Kreis. Wurden getaggt. Ansonsten, Protoss hier steht solide auf drei Basen. Und jetzt kommen die ersten Lurkies. Die ersten Schleicher, wie sie in der deutschen Version so schön heißen. Und Puck hier, er hat immer noch seine Army gesammelt. Es ist aber noch hier ein Koloss. Jetzt geht die Doppel-Koloss-Produktion wirklich los. Das heißt, jetzt werden es hier mehr und mehr. Ich denke, so 5 bis 7 Kolosse kann man schon mal machen gegen den Protoss. Wenn das Dinge versuchen, hier die Basis zu arresten, machen auch einiges an Damage. Koloss hier, ja, jetzt dreht er um und schießt einfach auch mit drauf. Und dann hat sich das mit den Dingen sehr schnell erledigt, wie man hier sieht. Einfach mal easy durchrushen. Der Nexus hat ein bisschen Damage genommen, wenn das ein Angst gibt. Hier das Engagement. Ja, das wollen auf diesen kleinen Teil der Army, wenn der noch nicht komplett zusammengesammelt ist. Aber hier die Force Fields sind gut. Halten die Hydras und die Lurker weg. Was stachelt denn der noch an? Oh nein! Der hat gerade seinen eigenen Kollegen zerstachelt. Oh, böser Lurker. Ja. Und hier haben wir die Protoss Army mit der Zerg Army in Konfrontation. Die Lurker graben sich wieder ein. Observer ist hier aktuell, es sind irgendwo Obsen fast mit dabei, aber hier die Zerg Army hier schnappt sich den Gateway-Teil, schnappt sich den Teil, der nicht über die Klippe laufen kann, damit verbleiben hier gerade die Kolosse alleine, der Obs hier steht hier rum, kann nicht wirklich viel tun, der eine Koloss stirbt auch beinahe und auch das Oracle stirbt, also Puck nimmt das hier gerade einen riesen Schaden, hat nicht wirklich die Lurker groß reduzieren können und Panda Bammy pusht sofort hier weiter, sein Plus 2 kommt auch mit dazu, 8 Hydras hier kommen auch noch mit dazu. Bis es waren noch mal mehr hier tatsächlich. Panda Bammy schiebt Hydras mit nach vorne und möchte jetzt natürlich den Protoss belagern. Er hat die Lurker jetzt hier. Protoss hat nicht wirklich viel Support. Man sieht ja, es sind 4 Kolosse ohne, quasi ohne Support. Die Zealots sind so ziemlich unnütz gegen Lurker. Die laufen in ihren Tod gegen die Linge, die Hydras und die Lurker. Ja, und Panda Bammy hat jetzt hier schon mal die Front gecrushed. Die Kolosse jetzt hier mit Extended Thermal Lance können mal auf die Lurker drauf lasern und auf die Hydras von sicherer Distanz trotzdem. Puck hier muss immer noch vorsichtig sein, darf hier nicht zu unvorsichtig engagen. Die Zealots chargen runter, werden dadurch gesniped. Lurker sind nochmal 2 neue gespawnt, jetzt ja auch die Hydras wieder mit dabei. Aber eben, es fehlt für Panda Bammy ein bisschen der Konter gegen die Kolosse. Die Lurker sind kein direkter Konter, die können defensiv zwar stehen, aber offensiv funktioniert das einfach nicht. Man sieht jetzt hier, die Kolosse schieben die Lurker mehr und mehr zurück. Die Hydras werden auch einfach nach und nach durchgeröstet.
Pandemie, er versucht eigentlich währenddessen auf die vierte hier zu pushen von Protoss mit ein paar etwas. Die Zellets werden zwar reingehaupt, aber die reichen nicht, um das hier zu defenden. Die vierte wird beschossen. Und Protoss, ja, dreht jetzt hier ab, um die vierte zu verteidigen, aber die hat schon so viel Damage genommen. Währenddessen hier der nächste Trupp geht rein in die Natural, versucht da mehr Damage zu machen. Kolosse werden sie gesplittet, 2 zu 2. Der Nexus bleibt am Leben mit 200 Hitpoints hier aktuell. Die eine Heidler hier schafft das auch nicht. Währenddessen hier drüben, die Headers wurden auch geklärt und somit Pandemie, er verliert einen großen Teil seiner Army. Die Lurker werden jetzt wieder weiter vorne eingebuddelt. Und somit hier, ja, da sind die Kolossen zwischen am Start. Wie ich gesagt habe, 5 bis 7 Kolosse kann man easy machen. Und genau die Feuerpower macht jetzt hier dem Zerg große Probleme. Er hat jetzt hier gerade den Observer bekommen, zumindest einen davon. Der zweite schrillt hier auch noch mit rum. Aber hier aktuell wird einfach durchgeröschtet. Die Dinge haben nichts mehr zu melden. Auch die Eldras haben Probleme. Da muss fast ein Spire kommen oder andere Tech, der einfach gegen Kolosse ein bisschen hilft. Sein Swipern oder irgendwas ähnliches. Auf jeden Fall hier Zoom. Momentan kann Pandemie nicht mehr direkt fighten. Ja, der Overseer sieht die ganze Army-Komposition. Die sieht zwar nach nicht viel aus, aber hat mega viel Feuerpower gegen das, was hier der Zerg aktuell hat. Denn Light Units schmelzen einfach nur so dahin und die Headwars sind einfach eine richtig, richtig miese Light Unit mit 90 Hitpoints. Heißt, die halten das nicht lange durch. Ah, jetzt Remake. Ja, ich, wie gesagt, ich bin bisher noch nicht so aktiv am Streamen gewesen übers letzte Jahr. Ich habe letztes Jahr meine Anfänge gemacht mit den ersten paar Turnieren und möchte jetzt 2018 da ordentlich dazulegen. Daher bin ich noch nicht viel live, jetzt halt eben die Tage, jetzt gestern, heute und morgen wird ziemlich viel, dank der Qualifier. Und ich möchte eben auch mehr casten. Aber freut mich, wenn es dir soweit gefällt. Wenn du irgendwelche Verbesserungswünsche hast, dann einfach nur raus damit, ich bin offen für alles. Hier kommt jetzt instant der Recall tatsächlich von Puck. Er möchte unbedingt hier seine Mainbase besser beschützen. Die Linge gehen hier nochmal an den Pylon, aber der wird hier am Leben bleiben. Die Zellets netzeln sich so langsam durch. Zellets haben hier plus 2 Attack, kriegen gleich plus 3 und Blink kommt auch mit dazu hier für Puck. Mit dessen Pandemie hat ein bisschen Probleme. Er versucht jetzt hier auf den Hive-Tag zu kommen, hat dafür den Infestation Pit gebaut. Aber das dauert, der Hive, ja, 71 Sekunden, der Lurker dann baut länger als der Hive und der Hive dauert schon mega lange. Pandemie immer noch aggressiv unterwegs. Ja, da hast du durchaus recht, Silent Librarian. Aber ich weiß nicht, ich mag es als Teamfarben, muss ich ehrlich sagen, lieber. Ist in großen Fights einfach, finde ich, ein bisschen übersichtlicher. Gerade wenn es ein Mirror-Matchup ist. Ja, und wir haben jetzt hier. Da die Protoss-Army, die am Pushen ist. Allerdings, ich stehe doch nicht in die Lurker rein. Bist du denn des Wahnsinns? Da sind so viele Lurker hier mit dabei. Trotzdem, Protoss versucht hier tatsächlich zu engagen. Man sieht, die Archons schmelzen dahin. Die Hydras zwar auch, aber es verbleiben hier quasi die Kolosse. Und der eine Mortal mittendrin. Ja, die Linge versuchen jetzt hier nochmal was zu reißen, kriegen hier nicht wirklich was gebacken, das Orkel kriegt nochmal ein paar Shots ab, aber hier Pandemie, seine Verteidigung ist solide, in der Zwischenzeit hat er eigentlich Probleme mit einem Zealot Run bei, denn hier sind keine Lurker defensiv eingebuddelt, somit hier die Nashville wird hier einmal rausgebombt, wird hier zerschlagen von den Zealots, währenddessen ein bisschen Konter noch mit den Hydras an der dritten, also jetzt hier gibt es gerade auf der ganzen Map ein bisschen Beef, damit hier die Protoss Economy wird auch ein bisschen angeschlagen, die Hydras wird dann jetzt hier alle geklärt, die Protoss Army ist schon wieder zurück. Aber auch die Zealots wurden hier geklärt. Beide Spieler verlieren Worker, beide Spieler. 27 zu 22 tote Arbeiter zum aktuellen Zeitpunkt. Und Pandemie pusht einmal mehr raus hier aktuell. Und Dankeschön für den Follow, auch wenn ich keinen Plan habe, wie man den Namen ausspricht. Wirklich nicht. Ich habe das gerade gelesen und dachte mir, wie? Wie spreche ich das aus, ohne dass ich dich nicht damit verärgere? Und somit hier geht's mal drauf auf die Kolosse. Pandemie versucht zu snipen, aber ja. Inzwischen zu viel Feuerpower, zu viele Mortals, zu viele Kolosse, Archons mit dabei. Und damit schmilzt das Zerg Supply nur so dahin. Und für Pandemie sieht das ziemlich schwierig aus, wie wir das jetzt hier nochmal drehen. Weil der Stahl ist hier nochmal auf einen Koloss durch. Ja, Damage ist schon da bei den Lurkern, wenn sie mal nah dran sind. Aber das ist eben das Problem. Das ist eine Army, die sehr, sehr lange Reichweite hat mit den Kolossen. Und somit hier Pandemie hat durchaus Probleme, hier einen vernünftigen Fight zu nehmen. Er muss jetzt hier die Army irgendwie crushen, kann hier vielleicht noch die Lurker von hinten eingraben. Aber aktuell wird jetzt hier seine Basis Nummer 4 beschossen, wird hier ziemlich bald rausgebombt. Zählt jetzt nochmal von der Seite hier tatsächlich flankierend den Teil der Zerg Army und damit Pandemies Supply löst sich einfach nur auf. Die Lurker kommen nochmal von hinten, versuchen hier nochmal irgendwie was zu machen, aber keine Chance. Zerg löst sich auf und Pack macht den Ausgleich, macht hier das 1 zu 1. Man hat jedes StarCraft-Lied schon keine Ahnung wie oft gehört. Ich spiele zwar nicht viel Ladder, aber viel Kampagne und viel Koop. Daher kennt man auch jeden Song, der hier in StarCraft irgendwo eingefügt ist. Ich muss glaube mal gucken. Moment, das schauen wir jetzt mal kurz nach. Ja. Ich habe eigentlich seit Ewigkeiten eingestellt, dass ich bitte gerne nur den Blood War Soundtrack hätte. Blizzard. Und was kriege ich? Ich krieg Xenix StarCraft 2 Soundtrack. Immer. Die paar Male, wo bei mir Blue Run zwischendrin ist, das
kann ich an einer Hand abzählen. In einem Monat, echt. Wofür eine Einstellung geben, wenn man sie sowieso nicht beachtet? Blizzard, bitteschön. Das muss jetzt mal raus. Das nervt mich nicht schon länger. Ich habe schon so oft versucht, das nochmal neu einzustellen, nochmal neu umzustellen, aber nein. Die StarCraft 2 Musik ist irgendwie so dominant, die muss abgespielt werden. Da kannst du nichts dagegen tun, egal wie sehr du es möchtest. Ja, wir hören das entspannte Britzeln einer Probe hier. Wird jetzt... Oh. Das war gerade aggressiv. Panda Mami zieht 4 Drones, um auf eine Probe drauf zu gehen. Einfach in der Hoffnung, die snipen zu können. Mutig. Aber ja, zu unseren Spielern. Wir haben einmal in grün den Protoss vom Team Root Gaming. Es ist Puck. Und auf der anderen Seite in gelb der Zerg. Das ist Panda Mami. Ja, und wir haben Hedge Gas Pool beim Zerg. Hedge steht. Queens werden gebaut. Speed Upgrade kommt mit dazu. Linge werden gebaut. Nicht das spannendste Erlebnis der Welt, aber. Tja, besser als nichts. Auf der anderen Seite gibt es die Gateway Expansion. Nexus kommt gleich mit dazu. Der Nexus war später. Der Nexus war nach dem Cybernetics Core. Wenn ich das nicht alles täuscht. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber dafür haben wir jetzt hier direkt ein Stargate mit dem gesammelten Gas. Heißt, pack wieder höchstwahrscheinlich mit dem Oracle Opener. Erst dann mit dem Adept hier rüberschauen und danach gucken, ob man mit dem Oracle noch was reißen kann. Und Panabemi, mal sehen, wie er dieses Match angehen wird. Map Nummer 1 hat mit seinem Link Baning All-In ziemlich gut funktioniert, überraschend gut funktioniert. Aber da war auch die Map eine andere. Mit Brattle und the Broadwalk ist ein bisschen eigenwillig als Map. Hier Odyssey ist ein bisschen mehr Standard, das heißt, ich glaube nicht, dass es das so einfach funktioniert. Wir werden sehen, was es sich hier einfallen lässt. Er geht gerade auf Basis Nummer 3. Adept, scheidest du? Ja, scheidet in die Mainbase rein. Und hier gibt es ein bisschen Beef mit Queens und Lingen. Und der Adept hat hier nicht das einfachste Leben. Muss hier wieder raus, muss hier fliehen. Die Linge jagen ein bisschen hinterher. Speed Upgrade ist gleich da und Oracle wird gerade gebaut. Adept kommt hier eigentlich nochmal easy weg. Ja, wobei Speed Upgrade kickt gleich mit rein. Ja, ist jetzt durch. Das heißt, Speedlinge, Adept. Hallöchen. Laufen aneinander vorbei. Nein, laufen nicht aneinander vorbei. Die Dinge wissen sich nicht ganz sicher, was sie tun sollen. Wollen sie den Adept natürlich haben. Wollen am liebsten einen Surround hinkriegen. Aber schaffen sie es. Der Dreilings-Surround. So geht das. So macht man den. Ist sehr schwierig hinzukriegen. Aber der Adept trotzdem kommt nochmal raus. Hat einige Hitpoints verloren. Oracle ist auf dem Weg. Währenddessen wird die Robo nachgezogen hier für Pack. Und beim Zerg kommt Spockholder. Numero uno. Es wurde aber auch ein Overlord-Drop hier angeworfen. Es wurde nicht die Evolution Chamber gebaut. Somit Overlord wird gerade zum Drop umfunktioniert. Und jetzt hier das Oracle versucht mal hier Kills zu machen. Kriegt auch Kill Nummer 1. Versucht hier sich an weiteren Kills. Natürlich Kill 2 ist mit dabei. Währenddessen die Dinge wollen natürlich jetzt gleich vom Overlord in die Mainbase befördert werden. Währenddessen hier nimmt ein Oracle nochmal einen dritten Kill mit. Hat Schilde verloren, hat Energie immer noch ordentlich übrig. Nimmt nochmal einen Kill hier mit an Drones. Währenddessen hier Ling nagt einmal kurz Underwall hier einfach um abzulenken. Währenddessen geht es hier rein in die Mainbase. Und da ist gerade nichts an Defense. Da starben die ersten Probes. Das Oracle gerade nicht wirklich so funktionsfähig. Die Probes fighten jetzt hier gegen die Linge. Aber da starben auch ein paar Probes hier dabei. Es sind einige Probes noch ziemlich low. Aber die Probes setzen sich hier dann doch noch ordentlich durch. Der Ending knabbert immer noch am Gateway rum. Ich werde wahnsinnig. Und wir haben hier das Oracle. 4 Kills, fliegt wieder weg. Es sind 8 Probes hier gestorben, also das hat sich schon bezahlt gemacht hier für Panda Mami. Mit gerade mal 8 Lingen, 8 Probes zu kriegen. Das war eine ordentliche Aktion hier mit diesem Drop Overlord. Und da kommt nochmal... Hallo, ich bin die Nachhut. Bin auch noch da. Kann ich auch noch einen Kill haben? Hacker noch einen Kill. Gut, dankeschön. See ya. Okay, 9 Linge gegen 9 Probes. Der Trade bleibt weiterhin sehr gut. Währenddessen der Phoenix Hunter sich um die Overlords kümmern. Ja, schnappt sich den ersten, wird sich den zweiten auch schnappen. Es ist kein Speed-Upgrade, da heißt die Chance zu fliehen ist für die Overlords gleich 0. Und wir haben ein schnelles Templar-Archiv hier für Panda Mami. Diesmal nach der Robo, ja, gibt es das Templar-Archiv nach der Twilight Council noch mit dazu. Heißt, alle Tech-Gebäude, Grund-Tech-Gebäude sind gebaut. Jetzt geht es an den erweiterten Tech. High Templar, Archons können jetzt hier mit dazukommen. Wir könnten einen Archon-Drop sehen unter Umständen, wenn es hier wenn hier Pack noch einen Warpless mit auspackt. Ja, haben wir auch. Da kommt der Archon-Drop. Der High Templar Archon Drop
Kennt man eher als die T-Variante, aber funktioniert mit High Templar genauso gut. Macht auch genauso viel Damage und Zerg hier baut gerade Linge und will auf Hide was gehen. Aber eben die Archons werden ein Problem werden, denn die Queens alleine müssen sich mit dem ganzen Warpressen rumschlagen. Die Linge haben hier nicht wirklich was zu melden gegen die Archons. Zu viele Hitpoints, zu viel Damage. Ja, und man sieht's hier, es geht direkt auf die Queens. Die Linge ist einfach nur Kollateralschaden. Selbst werden noch mit reingeworfen. Jetzt hier Puck hat ein großes Problem mit der Puck-Army gerade in seiner Mainbase. Die Queens versuchen unbedingt ans Warpressen ranzukommen. Allerdings nicht wirklich Erfolg dabei. Da kommt nochmal Static Defense. 3 Spinecrawler werden gesetzt in der Mainbase. Aber hier, die Archons mit Zellets pushen bereits ordentlich durch. Puck macht hier, glaube ich, auch für seine eigene Überraschung relativ viel Schaden. Jetzt hier nochmal der Surround auf den Archon. Der Archon wird hier sterben. Das Warpress ist zu weit weg, ist zu low. Fehlt noch ein Hit hier von der Queen, aber es bleibt hier erstmal am Leben. Da geht's mal mit den Zellets rein. Die Hydras sind ein paar gespawnt. Die Queen legt sich mit dem Archon an. Archon überhaupt kein Team. Archon 14 Kills. 14 fucking Kills hat der Archon hier. Da die Zellets waren jetzt angegangen von den Hydras. Das Warpress sollte davon wegbleiben. Dann die Hydras einmal draufgespuckt. Auch Warpress, dann ist das auch tot. Ja, die Spinecrawler. Einer wird gecancelt, einer wird durchgezogen. Aber der Archon hat einiges an Damage gemacht hier. Ja, 12 Drones sind gestorben. Einige Linge weggebraten. Und Puck hat dann seine dritte Basis genommen. Geht gerade in Kolosse und Extended Thermal Lands. Wenn das ein. Ja. Mehr Gateways mit an den Start gebracht. 4 weitere Gateways. Wir gehen hoch auf 7. Ein 7 Gator mit Robo-Unterstützung. Und auf der anderen Seite beim Zerg gibt es eben Hydras und das Hydra-Upgrade mit dazu. Für mehr Range und mehr Movement Speed. Bisschen Overlord, Creep Spread, damit man durch die Mainbase besser durchkommt. Das Warpressen lebt. Momentan ist es noch. Ja, es lebt noch. Es ist nach Hause zurückgekehrt. Und Pandavimi möchte jetzt mal pushen, aber seine Army ist bei weitem nicht beängstigend. Er weiß, glaube ich, noch nicht wirklich, dass hier ein Koloss bereits da ist und der Koloss kriegt Extended Thermal Lands in Kürze. Ja, Chrono Boost ist noch nicht. Wenn Chrono Boost mit draufgehauen wird. Apropos Chrono Boost. Mr. Puck. Deine Mainbase hat vollen Chrono Boost. Kannst du mal einsetzen eigentlich. Mal runterprügeln. Oder für Recall verwenden oder irgendwas damit anmachen. Weil Energie, Vollenergie ist auf dem Nexus nie gut. Die Energie sollte immer verwendet werden für irgendwas. Weil so viele Verwendungszwecke hat die nicht. Das wäre ein Chrono Boost, den locker für was einsetzen hätte können. Aber wohl nicht irgendwie dran gedacht. Denn für 200 Energie, das sammelt schon ein bisschen länger. Das sind Dinge, die man noch verbessern kann. Und ja, somit hier Warpressen wieder mal unterwegs. Die Zerg Army weiß noch nicht so ganz, wo sie angreifen soll. Möchte auf die dritte drauf. Problem ist, 2 Kolosse. Extended Thermlands ist in wenigen Augenblicken durch. Da kommt noch der Attack auf die Headwars. Und damit, ja, waren die Linge mal durchgerüstet. Auch Forcefields, aber die Forcefields mit wenig Erfolg. Die Linge gehen nochmal hier gegen die Probes vor. Aber einer Kolosse wird abgestellt. Heißt, die Linge hier unten werden auch geklärt. Und somit hier. 10 tote Probes gegen 12 tote Drones, relativ ausgeglichen. Worker-Count auch ausgeglichen. Allerdings die Army, würde ich behaupten, ist viel, viel stärker hier für den Protoss. Eben mit den Kolossen mit Range. Zerg versucht hier wieder auf die Lurker zu gehen. Pandavimi, das ist zwar gut und recht, aber das letzte Mal, als du das gemacht hast, waren die Kolosse noch nicht ganz so präsent. Jetzt sind die Kolosse schon da mit Range-Upgrade. Es wirkt nicht so solide, was Pandavimi hier aufzieht dann. Denn er baut quasi die Lurke in den Counter, der schon besteht. Das ist nicht unbedingt so schön. Aber versucht jetzt hier wohl mit Drops. Einmal Drop Overlord Morph vierfach. Und vierte Basis wird hier an der Goldbase genommen. Heißt, Pandemie stockt nochmal eine Runde auf. Hat hier gleich plus 1 Missile Attacks noch mit dabei. Ich bin gespannt, was hier alles in die Overlords einlädt. Was alles mit reinkommt. Wenn das dann wieder das Warpressen wieder in der Mainbase. Die Static Defense Angst kauft ein bisschen Zeit. Der das jetzt hier kümmert sich um die Zellets. Und somit hier Zellets werden größtenteils geklärt. Ohne schlimmere Verluste. Angst ein paar Hydras sterben dabei. Ist nicht so mega schön. Warprison, ist es dabei gesnappt worden? Nein, es lebt noch immer. Und Protoss Army rückt jetzt hier an auf Basis Nummer 4 vom Zerg. Und die Army vom Zerg ist komplett out of position. Das heißt, die Zellets chargen gerade fröhlich auf Nerdschwe, die sich nicht wehren kann. Klosse schießen aus der zweiten Reihe. Sentries werden sogar hinten gehalten. Müssen nicht mal mitfighten. Ja, die Hedge ist easy down. Und Puck kommt hier locker weg. Vielleicht macht er hier einen Recall raus. Könnte ja auch noch sein. Ja, da kommt der Recall. Aber hat die Zellets nicht mitgenommen. Er lässt die Zellets einfach hier, aber egal, er hat die Kolosse mit dabei und das sind die wichtigen Einheiten. Die Robo wird rausgesprengt, aber jetzt hier 3 Kolosse mit Range. Da kommen auch richtig schöne Forcefields hier gegen die Hydras und da stirbt halt die Hälfte der Hydras. Dank den 2 schön platzierten Forcefields hier von Puck und Pandavimi. Er hat hier die Overlords, die sind nicht beladen. Er hat hier die Hydras, wollen die eingeladen werden? Auf jeden Fall, der Drop ist sehr, sehr nah in der Nähe von Protoss-Einheiten. Das ist gefährlich, was der Zerg hier betreibt. Das sollte eigentlich nicht gescoutet werden. Ja, die Hydras wird jetzt einfach nur zerfetzt. Können überhaupt nichts weitermachen. Pandavimi hier. Er verliert ein bisschen Kontrolle über das Match. Puck jetzt hier wird mehr und mehr dominant mit der vierten Basis, die hier kommt. Zerg vierte Basis wurde noch nicht neu gesetzt. Kommt jetzt hier erst wieder mit dazu. Generell Protoss hier plus 1 Attack. Blink, neue Archons, neue Kolosse. Robo wird nochmal nachgebaut. Sehr solide, was hier momentan Puck alles so betreibt. Kann man ihm nichts vorwerfen. Und Pandemi hat da mehr Probleme. Er muss jetzt hier irgendwie eigentlich Schaden finden, denn er ist weder in der Economy mega gut voraus,
Noch ist sein Tech mega gut. Versucht jetzt hier auch mit der Doppel-Expansion zu reagieren. Einfach um seine Economy jetzt wieder zu boosten zu können. Den Main und Natural halten nicht mehr so lange durch. Werden hier weniger und weniger Mineralien, sind bald abgemeint. Man sieht es hier schon, da ist reduziert. Nicht mehr alle Felder vorhanden, auch die Mainbase ist da schon reduziert. Ja, und hier die Overlords versuchen es noch einmal, aber sind einfach nicht beladen. Sollen die einfach nur als Ablenkung dienen? Als Ablenkung für diesen Hydra-Trupp hier eventuell? Ah, okay. Das Thema hat sich, glaube ich, gerade erledigt. Zealot sagt Hallo zu Drop-Overlords. Ja, und Pack marschiert direkt in die Richtung. Sieht diese Overlords, denkt sich, okay, Archons, los geht's. Wir brauchen was mit Anti-Air. Holt euch mal die Overlords, die sind teuer. Die haben extra Geld gekostet. Ja, die Overlords fliegen jetzt hier weg, rechtzeitig. Aber eben, damit der Drop sehr unwahrscheinlich, dass das System noch was wird. Und Panamimi rückt wieder an, dieses Mal mit Lurkern, mit Hydras. Die Hydras hier oben setzen sich jetzt auch in Bewegung in Richtung dritte Basis. Da ist defense-technisch ein paar Cannons und ein Spotting-Salad. Und der Protoss hier tatsächlich, er pusht einfach auf die Hauptarmee. Und die Lurker hier werden angegangen, laufen gerade einfach nur weg. Die Zerg-Armee ist sehr, sehr zersplittert. Kann das hier nicht wirklich schön fighten. Hier sind Cannons mit einer Schildbatterie. Man sieht auch, die Cannon bleibt hier lange erhalten. Da kommt ein Recall hier. Ich weiß gar nicht, was hier die Hell recallt. Okay, nur die Archons recallt ihr hierher. Wäre das die Hell, was hier waren angegangen, wurden aufgehalten von den Cannons, machen ein paar Probe-Kills, aber ansonsten nichts wirklich Substanzielles. Und so wird der Zerg an allen Fronten gerade zurückgehen. Denn jetzt hier die Archons ohne größere Unterstützung gegen Lurker. Das könnte was werden hier für Pandemie, aber er hat nicht so viel Zeit, denn die Kolosse hier rücken an. Dauert nicht mehr lange, bis die Unterstützung für den Protoss eintrifft und Zerg, ja. Dementsprechend evokiert er hier auch. Traut sich nicht, diesen Fight hier durchzuziehen. Versucht gerade auf den Leertech zu kommen mitsamt Spire hier. Wir gehen Richtung Late Game Tech. Viper natürlich wäre eine schöne Option, um die Kolosse zu abducken, Blinding Clouds zu setzen oder einfach dann Bootots eine schöne Unterstützung für Lurker. Aber die Frage ist, hat Pandavermi die Zeit dafür? Er hat die Economy noch, aber Pax Army ist gleich maxed. Er hat gleich 200 Supply erreicht und dann kann er seine Army auch locker mal dafür verwenden, um zu pushen. Momentan ja auch noch Beef wieder mit Zealots. Warprism ist immer noch auf der Karte unterwegs, steht hier drüben, wie man hier sieht, hat die Zealots reingeworfen und die Goldbase wird ein weiteres Mal fallen. Die Dinge kommen zwar mit dazu, aber wann sie nicht schaffen, die Hedge am Leben zu halten, die Zealots werden sich dafür zwar alle opfern, aber ein weiteres Mal eine Hedge down, währenddessen hier die Protoss-Armee rollt fröhlich über den Creep, aber kassiert jetzt hier ordentlich Stacheln von den Lurkern. Sind jetzt eigentlich getaggt und somit hier die Lurker leben gefährlich, aber es sind große Anzahl vorhanden. Es sind aktuell hier 17 Lurker auf dem Feld, mehr Lurker als Hydras. Und die Protoss-Armee hat dann doch ein bisschen Sorge, dass sie zu unvorsichtig in was reinläuft. Trotzdem, Pax Army ist mega mächtig. Und er switcht hier bereits auf den Hardcounter für den Zerg Late Game Tech. Nämlich, da kommt das Doppel-Stargate mit dem Fleet Beacon. Heißt, Pack macht auch direkt weiter mit neuem Tech. Hat auch ordentlich was an Geld noch auf der Bank. Einzig, seine Upgrades könnten ein bisschen stärker sein, aber auch die Zerg-Upgrades sind nicht so mega gut. Das heißt, da tut sich wenig. Da sind sie relativ gleich auf. Da kommt noch das Upgrade hier für die Lurker. Adaptive Talents, das quasi die Eingrabzeit von den Lurkern wesentlich, wesentlich beschleunigt. Und hier wieder mal Lurker in Position, aber die Protoss-Armee ist sehr, sehr beängstigend. Zerg versucht hier unten eine weitere Basis zu nehmen, ganz im Süden, in der Mitte. Und hier die Protoss-Armee steht einfach nur Wache. Währenddessen wird der Tech-Switch auf Air vorbereitet. Die Klosse, man sieht's, Zusatz-Range ist was richtig Schönes. Und die Klosse war ein bisschen angegangen, das Oracle stirbt. Aber eben, die Protoss-Armee ist immer noch sehr gefährlich. Pandemie kann hier nicht zu unvorsichtig engagieren. Muss hier definitiv sehr, sehr vorsichtig seine Kämpfe wählen. Versucht hier einen schönen Surround quasi mit den Lurkern aufzubauen. Und jetzt hier eigentlich Protoss wieder mal am Pushen gegen die kleinen Häufchen an Lurker. Und jetzt hier geht's ein bisschen weiter vorwärts. Währenddessen kommen die ersten Corruptor und der Greater Spire ist im Bau. 20 Sekunden bis der Greater Spire fertig ist. Mit Bootlords kann hier Pandavermi Pack zurückpushen, denn Archons fighten nicht wirklich schön gegen Bootlords. Die werden ständig von den Interceptoren geblockt und kommen dann nicht wirklich nach vorne. Blinkstalker hat Pack hier nicht wirklich mit dabei. Er hat zwar Blink, aber überhaupt keine Stalker. Aber Pack heben. Wie gesagt, der Hardcounter kommt. Man sieht hier, die Stargates sind am Produzieren. Es kommt ein Mothership, es kommt Carrier und es kommt Tempest mit dazu. Heißt, die Protoss-Armada ist hier gerade im Bau. Pack macht hier so langsam die Transition auf Air, holt sich auch Upgrades mit dafür, plus 1 Attack, plus 3 Ground Weapons kommt und da werden wir wieder halt was gegrillt, die zu weit vorne stehen. Also Pack macht das wirklich sehr gut, er belagert den Zerg die ganze Zeit, damit Pandemi, er bereitet sich vor hier auf die Bootlords, aber weiß nur nicht wirklich von seinem Glück, dass der Protoss gerade hier schon auf Stargate-Units geht. Da kommt auch das Carrier-Interceptoren-Upgrade mit dazu, damit die schneller aus den Carriern rauskommen. Und somit hier, ja, Pack chillt mit seiner Army immer noch hier fröhlich vor dem Zerg Creep rum und baut dann da eben seine Luftarmada auf mit 4 Carrion gleichzeitig, die er gerade baut. Er hat ja das Geld dafür. Und Pandavermi, er hat jetzt hier die Bootlords mit dabei.
Und somit hier Pack, jetzt müsste er eigentlich umdrehen. Er wird nicht viel länger bleiben, denke ich. Nicht gegen Bulots, das ist ihm zu kritisch. Es sind nicht viele, aber es sind auch nicht viele Bulots hier benötigt. Da kommt nochmal hier der Turnaround, der Versuch hier gegen die Sorgami zu fighten. Aber da kommt wieder ein Haufen an Damage raus auf von beiden Seiten. Arkons sterben nach und nach. Sentries werden nach und nach jetzt hier auch gesniped. Es ist noch eine Sentry mit am Leben. Da nochmal Lurker eingegraben. Der Lurker haben jetzt hier auch hier Speed-Upgrade mit dabei. Das heißt, die graben auch mega schnell ein und können jetzt hier viel, viel besser pushen. Und jetzt hier geht es auch an die Colossal Corrupt ist mit dabei. Und somit die Protoss Ground Army wird hier gerade nach und nach zerlegt. Kann hier nicht mehr wirklich gut fighten mit der upgradeten und verbesserten Zerg Army. Aber eben, die Air Units kommen jetzt hier mit dazu. Und wie viel Anti-Air ist für den Zerg gerade da? Ist nicht mehr so viel Head, was nicht so viele Corruptor. Und Pandemie hat jetzt gesehen, dass Carrier und Tempest hier mit dabei sind. Und somit Air Toss ist am Start. Wird auch einfach viel Carrier gleichzeitig. Das ist einfach, yeah. Da kommt Feuerpower raus. Währenddessen hat Pack hier unten eine neue Basis genommen an der Goldbase. Hier die Interceptoren, ja, Carrier fighten gegen die Corruptor. Tempest schießen am liebsten fröhlich auf Bulots. Und Nadeschiff ist jetzt hier auch mit dabei. Detection ist nicht mehr gegeben hier für den Zerg. Er sieht die Protoss Army nicht mehr wirklich. Ja, es ist kein Overseer mit dabei. Damit hier aktuell Pandemie. Er sieht, wenn was auf ihn schießt, was nicht unter Nadeschiff steht. Und somit hier die Zerg Army versucht, auf die dritte durchzupushen. Auf die vierte durchzupushen, wie das hier eigentlich ist. Ja, die Bulots mühen sich, ich habe so viel Damage wie möglich zu machen. Aber die ganze Zerg Army wird hier einmal zerfetzt. Es werden Corruptor nachgebaut. Aber der Zerg hat die richtigen verloren. Man sieht es im Resources Lost. 14.000 zu 25.000, 9.000 Ressourcen mehr verloren. Pandabemi hat jetzt nicht die Killer Economy in der ganzen Zeit und die Protoss Army wird nur noch stärker mit 4 Carrion gleichzeitig, die gebaut werden. Das könnte der Anfang vom Ende sein hier für Pandabemi. Er versucht es nochmal jetzt hier mit dem Runby von Hydras und Corruptern, aber auch die Basis mit Cannons und Schildbatterien wird eine Weile aushalten, bis die Protoss Army anrückt. Jetzt hier kommen noch die Lurker mit dazu. Pandabemi hat 70 Drones, hat hier die zwei Basen, die mehr oder weniger am Minen sind. Die Goldbase wurde auch wieder neu gesetzt, währenddessen hier die Tees. Die Tees kommen vom Norden, aber die Basis hier ist nicht mal wirklich relevant. Das ist nicht mal wirklich was meinen kann. Währenddessen hier Arkon zu weit vorne, hier drüben. Lurker wurden reingelaufen, haben sich reingegraben an der Goldbase. Und hier gibt es jetzt Economy Damage hier drüben. Sollte auch ein Lurker stattfinden, aber die Cannon hat das gesehen. Die Sellers haben den exekutiert. Und somit hier, das wird abgewehrt. Aber hier die Probes, die sterben. Der Lurker hier sammelt Kills ganz fröhlich. 6 Stück hat er schon, aber die Protoss Army pushen derzeit auf die ganze Zerg-Basis einfach drauf. Weil die Protoss Army immer stärker wird. Hier mehr und mehr Carrier kommen mit dazu. Mothership hier inzwischen hat einen Recoil natürlich verfügbar. Aber der Recoil funktioniert jetzt zum Mothership hin. Heißt, das Mothership kann hier hauptsächlich Time Warp einsetzen. Und Time Warp ist jetzt wirklich kein gutes Spell. Hier gab es einen Abduct. Aber hier die Carrier ja, fighten gegen die Corruptor. Hydras noch ein paar mit dabei. Und jetzt hier wieder der Cloak ist mit dabei. Und die Corruptor platzen ziemlich schnell. Die Hydras mühen sich ab gegen die Interceptoren. Aber die Protoss Army ist einfach mega, mega mächtig. Da steht unten nicht mehr wirklich was für die Protoss Army. Es ist eine reine Luftflotte zu diesem Zeitpunkt. Und ein Koloss, der hier noch mit rumsteht irgendwo. Aber hier eben die Protoss Army räumt auf, geht auf eine wichtige Mining Base hier für Pandabemi. Er hat immer noch seinen Lurker in der einen Goldbase vom Protoss. Aber hier eben der Protoss räumt derzeit die wichtigste Mining Base vom Zerg ab. Der hat sonst nichts mehr, aus dem er minen kann. Das Zerg Income droppt unter 1000. Pandabemi hat ein paar Drones lassen müssen. Er hat immer noch einige am Leben, aber sein Army Supply ist bei weitem nicht dem vom Protoss gewachsen. Tja. Pack hier einfach wird, denke ich, mit der goldenen Armada nach und nach einen GG-Push ansetzen. Denke nicht, dass Pandabemi da so viele Möglichkeiten dagegen hat. Ich meine, ja. Corruptor Upgrade technisch nichts. Carrier haben gleich plus 2 Attack, heißt, die werden noch mächtiger und auch die Tempest kriegen dann Zusatzdamage. Theoretisch auch das Mothership, aber das Mothership ist jetzt wirklich keine Damage-Maschine. Sind wir mal ganz ehrlich. Und jetzt hier auch noch Templar mit dabei, die haben Storm als Splash-Damage für die Corruptors auch mit dabei und für die Hydras und die schmelzen dann einfach nur so dahin. Ich denke, das wird jetzt hier der letzte Push sein. Pack hat wieder was 200 Supply erreicht, wenn das ein Panabert dümpelt bei 120 rum. Ja, der eine Kloss steht noch fröhlich mit drin, ansonsten Storm ist mit dabei, es ist einige Carrier in der Luft. Da kommen auch nochmal hier Carrier nach, die fliegen inzwischen einfach so über die Karte, weil sie sich leisten können. Der Zerg hat nicht mehr viel. Pandemie versucht jetzt hier Long Distance zu meinen, versucht die Basis hier zu errichten. Ja, da sind die Templer mit vorne dran. Wann kommt der erste schöne Storm? Aktuell die Templer waren ein bisschen von den Lurkern angegangen. Aber ja, Protoss Feuerpower wird hier einfach zu viel sein. Die Bulots waren gesniped, die Corruptor können hier nichts wirklich machen, die Hydras auch nicht. Da kommt das GG von Pandemie und Pack macht das hier mit einem 2 zu 1 tatsächlich. Ja, damit ist Pandemie raus. Er hat zwar die erste Map geholt, aber dann die nächsten beiden leider verloren. Ja, Game Time ist immer noch in-game tatsächlich. Ich aktualisiere mal kurz das Grid. So. Wir haben Lag anscheinend. Oh ja. Das war ja gerade ein Mega-Lag. Moment. Ich habe ein 100er NA-Pick. Ja, Battle.net spackt gerade ab auf NA.
Denn, weil den Lag habe ich gerade auch gespürt. Wenn einmal dein ganzes Spiel hängt und danach nachsynchronisiert, das ist auch mega geil. Aber ja, also somit hier haben wir nochmal ein Match und endlich ein Terrana. Ich freue mich, euch das präsentieren zu dürfen. Hoffentlich gibt es da nochmal eine Map Nummer 3. Ich hoffe sehr drauf. Ich kann es nicht garantieren. Aber stellen wir mal unsere werten Spieler vor. Wir haben einmal in Rot den Terran vom Sloth Esports Club. Es ist Raze. Ratze. Und auf der anderen Seite haben wir den Zerg in Blau, führend hier mit 1-0 Psystone Gamings Sean Snow. Ja, Raze hat sich hier im Bracket gegen Cicada durchgesetzt. Das war schon ein Zerg, heißt, er hat schon ein TVZ hinter sich. Jon Snow hingegen hat das erste Match gegen Raze schon gewonnen mit 2-1. Und dann gegen Leap im Winners-Match mit 2-1 verloren und 1-2 verloren. Und jetzt ist er im Deciders gegen Raze mit 1-0 in Führung. Das ist der bisherige Werdegang unserer beiden Spieler. Holy fuck. Okay. Nicht sicher, was das gerade auf jeden Fall. Raze war gerade mal für solide 20 Sekunden weg. Das kann auch mal vorkommen. Oder auch nicht. Das sollte eigentlich nicht vorkommen. Wunderwelt Online-Cast. Ja, wir haben hier Lingi unterwegs für Jon Snow. Sind hier aktuell 6 Stück. Kirby's weg. Da ist er ganz aufgeregt. Ich weiß, es ist immer noch ein Zerg mit dabei, aber Gott verdammt, ich krieg kein anderes Matchup, wo kein Zerg dabei ist. Hier sind überall Zergs. Es ist eine Seuche, die sind überall. Ja, und die Dinge gehen jetzt hier rein in die Natural von Raze und da ist das eine SCV, das soll angegangen werden, um das SCV zu canceln. Das Game paused. So. Da kommt der geile Countdown. So, ja, wir haben hier jetzt die Fortsetzung. Die Linge ist noch nicht ganz drin. Jon Snow gibt hier Raze eine faire Chance, die Linge aufzuhalten. Da werden die SCVs mit draufgezogen. Und somit hier geht's wieder rein mit den Dingen. Dieses Mal nicht auf das SCV, das Command Center baut. Da wurden viele SCVs gezogen, aber dieses Mal scheint das SCV, der Natural nicht zu sterben. Er stirbt trotzdem ein SCV. Und hier unten, oh, ist das unten SCV ist auch gestorben. Da war noch ein Ling mit dran. Ah, schön gemacht hier von Jon Snow. Aber wenn er hat Raze hier eine faire Chance gegeben, das abzuwehren. Und er hat es eigentlich auch, er hat es ganz okay verteidigt. Das waren natürlich auch 6 frühe Linge, das kostet natürlich der Zerg Economy einiges. Und somit, ja, jetzt sind wir wieder hier im Game, ich muss mal vernünftig aufsetzen. Wir haben hier im Bau den Starport für den Terraner, wird um ein Wort produziert. Und die Natural natürlich wird weitergeschraubt, wenn das ein Zerg nimmt, Hedge Nummer 3. Und es kommt hier das Speedling Upgrade mit dazu. Ansonsten, Queen, setzt du einen Tumor mit deiner nächsten Energie? Du stehst so am Rande des Creep. Oder steht der einfach nur parat für Defense? Auf jeden Fall geht's hier erstmal auf den Overlord. Marines kriegen ja sogar den Overlord. Also das ist ein schöner Snipe hier für Raze. Heißt schon Snow hier, man sieht's, ist ziemlich, ziemlich heftig. So bleibt auch, kann gerade überhaupt nichts bauen. Das ist jetzt auch nicht in seinem Sinne. Ja, und hier haben wir einen kleinen Trupp. Medivac kommt wieder zu. Und da wird's hier, denke ich, einen Drop oder ein bisschen einen Push geben. Auch ein Cycling betritt hier noch das Spielfeld. Zudem Wall wird geflext. Wall wird gebaut, nicht geflext. Wenn sie geflext wird, wird sie abgerissen. Manche Wörter sind schlechte Angewohnheiten. Ja, da geht's los. Für einmal. Okay, Jon Snow führt hier noch mit 1-0. Muss ich noch nachtragen. Da geht's los mit dem Push von Raze. Jon Snow hier, er hat einen Link gerade unterwegs, aber der wird da dran vorbeilaufen. Der wird das nicht direkt sehen. Er wird natürlich sehen, dass die Natural ziemlich leer ist. Daran wird ihm das auffallen, dass da was unterwegs ist. Aber dann steht der ganze Spaß hier schon direkt vor seiner dritten Basis. Und die Zerg Army besteht gerade aus 4 Queens und ein paar Linge. Es werden 26 Linge hier gebaut. Da ist eine Widowmine, die eingegraben wird. Die Widowmine ist auch im Boden. Dritte Edge wird beschossen. Marines jetzt hier. Die Linge hier. 3 Linge opfern sie jetzt hier, um die Widowmine auszulösen. Jetzt kommen hier die Queens mit dazu. Die Linge hier wagen sich ran. Die Hedge hat viel Damage genommen. Die Terraner Army Micro nach hinten. Die Queens jetzt hier wollen natürlich fighten. Am liebsten das Midweg snipen. Da geht es jetzt nach vorne hier mit den Dingen. Dinge snipen hier die Widowmine. Es geht weiter drauf. Marines leben noch. Alle noch. Das Midweg lebt noch. Ist bei voller Gesundheit hier aktuell. Und aktuell hat hier Raze einfach nur getradet. Hat dafür gesorgt, dass der Zerg sehr, sehr viele Linge baut. Keine Drones gerade bauen kann. Jetzt kommt die nächste Runde an Drones hinterher. Oh, Diana, echt war das. Ich weiß nicht. Wartezeit kommt mir irgendwie immer so lange vor zwischen den Games.
Kann auch nur gefühlt sein. Ja, und hier ein richtig, richtig bitterer Lingmar bei hier gerade in der Natural von Raze. Da kommen jetzt nach Aliens mit dazu, aber die kommen ein bisschen später. Sterben bereits einige SCVs in dem ganzen Spaß. Und auch die Aliens haben jetzt hier Probleme in dieser Zeit. Jetzt hier der Liberator in der Mainbase. Wird von der Queen beschossen. Und Snipe Tanks hier trotzdem 6 Drones hier schon mal bevor. Da und geht wir lassen hier der Push auf die dritte. Da werden die Helbets eingesetzt. Die Linge jetzt hier gegen die Helbets. Die Linge werden rausgeröschtet. Die Queen Tanks immer noch da, können immer noch transfusen. Die Terran-Army kommt nicht ganz durch. Die Linge wurden inzwischen mal aufgehalten. Hat auch gedauert. Beide Spiele immer noch knapp beieinander. Worker Count sehr knapp. Und es gibt hier plus 1 Attack für Mech. Mit Cloak für Banshees. Und Banshee wird auch eine gebaut. Heißt, Raze macht hiermit weiter. Und wir sehen eventuell vernünftiges Mech gegen den Zerg. Mal sehen, was Jon Snow darauf antwortet. Der geht gerade aufs Attack-Upgrade für Linge und Beininge. Wir lassen hier neue Hellion-Unterstützung für diesen kleinen Push auf die dritte Basis. Dritte Basis, Lebenspunkte immer noch bei der Hälfte. Und wenn wir jetzt hier, ja, wieder mal Linge wollen hier rein, aber diesmal macht das Command Center die Wall komplett dicht. Das heißt, die Linge können nicht weiter Schaden anrichten. Die Banshee wird gleich spawnen. Neue Hellions kommen dazu. Plus 1 Attack ist zur Hälfte fertig. Heißt auch ein wichtiger Upgrade hier. Dann für den Terraner am Start. Und wir haben jetzt hier die erste Banshee mit Cloak in der Mainbase. Die zweite kommt dann auch gleich mit dazu. Das Ding habe ich gerade völlig übersehen, muss ich leider sagen. Ja, und die Banshee hier, es sind noch keine Spockhalter. Die Banshee kann sich hier gerade noch komplett austoben, solange keine Detection da ist. Hat bereits 3 Kills. Das waren hier locker 5-6 Kills werden hier von der Banshee. Wenn das nicht auch wieder der Push an der dritten. Aber hier wurde das Medivac gesniped von den Queens. Und der Trupp kann ohne Medivac nicht mehr wirklich gut kämpfen. Aber es sterben hier halt wirklich einige Drones vom Zerg an dieser eine Banshee. Hier ist bereits am 7. Kill. Hat einen ordentlichen Job gemacht. Banshee war sehr, sehr, sehr einsatzfreudig und die nächste Banshee ist bereits hier in der Nähe. Die andere hatte jetzt gleich keine Energie mehr. Doppel-Banshee kann natürlich Drones auch richtig schön one-shotten. Wenn das hier kurz Linge werden, geröschert von mehr und mehr Hellions. Generell Hellion-Produktion läuft ziemlich rund hier gerade für Raze. Jon Snow hingegen ist angeschlagen. Hat jetzt hier viel in neue Baninge und neue Linge investiert. Jetzt hier kommt jetzt mal neue Drones. 1-1 Upgrades für den Zerg. Wenn das ein Plus-1-Attack ist für den Terraner durch auf seinen Mech-Units. Da haben wir auch gerade einen Scan. Mal kurz checken. Ah, okay. Der ist hier für den Creepspread. Banshees Klima gerade ein bisschen Creep. Generell Creepspread kam doch nicht sonderlich weit, weil der Zerg gerade eben ständig unter Druck gesetzt ist. Da hatte Jon Snow nicht die Möglichkeit, groß Creepspread zu setzen. Versucht jetzt hier nochmal neue Tumore. Einer stirbt beinahe. Ganz, ganz knapp. Ja, und die Army jetzt hier mit Banshee-Unterstützung dieses Mal. Da kommt wieder ein Scan, da geht es wieder nach vorne. Und da sind ein paar Banninge da, es sind ein paar Linge da. Und da geht es jetzt gleich wieder drauf. Die Banshees fighten jetzt hier gegen die Queens. Erste Banshee direkt down. Da ist keine Detection für die zweite Banshee gerade mit dabei. Und somit hier die Ground Army. Das gewinnt der Zerg ohne Probleme. Die Air Army aktuell, die Banshee hier, bleibt noch bestehen, solange sie Cloak hat und sich nicht in Reichweite des Spawncrawlers begibt. Ja, Jon Snow hat 58 Drones auf seinen drei Basen. Raze hingegen nimmt auch gerade dritte Basis, hat selber 53 Worker, baut gerade die ersten Panzer, neue Hellions, neue Medivacs tatsächlich. Für die, es soll also mehr Hellbats geben hier. Und da kommen Linge auf die dritte rein. Die dritte ist ein OC, ist keine PF, kann sich nicht wehren. Und die Linge jagen jetzt hier gerade die Mules und die SCVs, aber da kommen jetzt Hellions zur freundlichen Unterstützung. Und da ist der eigene Star. Cyclone wird jetzt hier, ne? Cyclone wird noch down gehen am Surround hier. Und die Hellbats und die Hellions jagen jetzt hier ein bisschen die Linge. Ja, da sterben noch ein bisschen was. Und Jon Snow wird hier vertrieben, aber er hat auch ein paar SCV-Kills mitgenommen hier. An dieser Position. Es kommen mehr Factories hier für Raze. 5 Factories jetzt am Start. Starport auch mit dem Reaktor besetzt. Sind die Medivacs hier im Einsatz irgendwo? Da ist die Banshee. Da ist Marine. Wo zur Hölle sind die Medivacs? Okay, mitten über der Army. Die können natürlich die Hellbats heilen. Das ist ganz nice. Und einen Drop starten. Und das passiert jetzt ja auch. Da werden Hellions und Panzer eingeladen und da wird losgeboostet. Jon Snow hat eine gute Map Vision, auf seiner Hälfte zumindest. Mit dem Watchtower, mit dem Creep-Arm, der sich hier ausstreckt. Queens stehen hier auch immer noch mit parat. Mal sehen, was er darauf anrichten kann. Problem ist, der fliegt wahrscheinlich gleich über die Queens. Da muss Raze definitiv dran sein, aber der den nicht hier einfach so verliert. Ja, er hat das auf jeden Fall, Jon Snow hat ihn auf jeden Fall gesehen. Queens, es laufen eigentlich gerade in die falsche Richtung. Gerade hier unten, die eine Banshee kümmert sich um die neue Hedge. Ballert auf die fröhlich drauf und jetzt hier einfach ausgeladen direkt an dieser Basis. Die wird auch runtergeprügelt. Hellbats und Panzer nicht im Siege-Modus. Ungesieged. Hellbats versuchen natürlich gegen die Linge zu fighten. Da kommt jetzt hier Banninger mit dazu und da wird direkt eingeladen. Weiter geboostet. Hellbats jetzt hier brauchen ein bisschen mehr Platz in den Medivacs. Aber es wird in der Mainbase ausgeladen. Es sind die ersten Heilers mit dabei. Es kommt der Infestation Pit hier gerade für Jon Snow. Zu dem Hydra Upgrade plus 2 Attack plus 1 Missile Attacks für den Zerg. Alles mit dabei an Upgrades. Und die Panzer-Angs machen immer noch einen guten Job hier an Damage. Erzangs mit den Queens von beiden Seiten. Kann hier Raze nicht viel länger bleiben und evakuiert einmal seine Truppe hier. Während das die Banshee hat sich hier den Snipe auf die Hatchery gegönnt. War damit auch erfolgreich. Wurde nicht sicher, ob gecancelt oder abgerissen. Das lässt sich schlecht nachverfolgen. Wir können das vorbei. Nein, wurde gecancelt. Sonst würde es hier drinstehen im Gebäude Lost Tap.
Und wir haben hier, der Drop kehrt nach Hause zurück. Ziemlich unverrichtete Dinge. Es kommt plus 3 Attack für Mac und Blue Flame. Zwei wichtige Upgrades, dass die Helden auch mal vernünftigen Burst Damage machen können. Gerade gegen die Hydras ist das ein ziemlich schönes Upgrade. Dann stoppen auch Hydras ziemlich schnell. Panzer natürlich mit plus 3 Attack. Hauen richtig fette Keulen raus. Und Jon Snow aktuell, der bereitet sich vor für den Spire und den Hive-Tech. Auch Attack-Upgrades mit drauf. Keiner der beiden geht auf wirklich auf Armor-Upgrades. Wir hatten noch plus 1 Armor für Zerg, aber der denkt sich auch, gegen Mech hat das sowieso keinen Nutzen. Ich brauche selber mehr Damage. Und da kommt ein schönes neues Upgrade. Nämlich das Servos-Upgrade, das Smart-Servos-Upgrade, das die Hellions, Hellbats, Vikings und Thors erlaubt, schnelles sich umzubauen auf ihren anderen Modus. Gerade bei den Hellbats, finde ich, ist das richtig, richtig nice. Das geht mega schnell und eben, dann kann man Hellions viel, viel effektiver einsetzen. Als Hellions durch die Gegend fahren, schnell zum Hellbat transformieren und dann einfach alles totröschen. Wenn das in die Banshee hier lebt, sehr gefährlich. Mal sehen, ob sie das hier überlebt. Da kommt der Snipe von den Hydras. Nein. RIP, Banshee. Da kommt noch gerade mal ein Scan hier von Race. Mal sehen, was ich im Blick haben möchte. Ich hab's gerade, zu spät. Research. Okay, aber wir haben die ersten Vipern hier im Bau, jetzt wo der Hive-Tech vorhanden ist, währenddessen die Mech-Army hier wächst und wächst. Panzer-Count 13 Stück, 17 Aliens, ein Hellbat. Rudy wäre stolz. Und 6 Vikings noch mit dabei. Und die Vikings sind natürlich gleich als natürliche Konterwaffe gegen die Vipern. Währenddessen ist der Spire auch jetzt hier fertig, heißt Corruptor kann auch noch das Spielfeld mit betreten. Die Zerg-Army sieht auch schon ganz ordentlich aus. Und währenddessen auch hier ein paar Linge wieder an dieser Basis dran. Die PF ist noch nicht ganz fertig, heißt die SCVs müssen gerade noch fighten, wenn die PF da ist. Dann können die Linge immer nichts mehr tun. Die SCVs? Was? Viel zu weit. So weit nicht. Und es sind auch 2 Sensor-Tor gebaut worden, damit hier der Zerg nicht einfach so reinkommt. Und Taran jetzt hier richtig aggressiver Siege am Rande des Creeps noch mit Scan. Da wird auch viel vom Creepset einfach rausgebombt. Da ist noch ein Tumor. Hat sich hier durchgeschlichen. Ja, Jon Snow sieht hier auch den schönen ganzen Siege. Den aktuell Racy veranstaltet jetzt mit dem Seitenscan geht auch der Tumor down. Und somit Race schiebt sie jetzt hier nach und nach dem Zerg-Kern entgegen. Währenddessen Jon Snow versucht jetzt hier mit Banehänger zu agieren, aber da ist die PF und die PF cleart das. Die SCVs werden rechtzeitig weggezogen, währenddessen drüben hält jetzt wollten einen Runby starten, werden längst von den ganzen Hydras abgefangen. Und Race versucht jetzt hier einfach zu pushen mit seiner Mech-Army. Plus 2 Attack ist drauf, Thors werden nachgebaut. Hellions werden nachgebaut und Vikings. Vikings sind immer noch hier mitten in der Luft. Vipern kommen jetzt hier mit dran. Vipern wurden eigentlich noch nicht wirklich ganz gut gespottet. Jetzt hier der zweite Scan sieht die Vipern. Da kommt die erste Blinding Cloud. Da geht es auf die Vipern und meint, sie stirbt. Hier kann keine weitere Blinding Cloud absetzen. Hinten sind immer noch viele Panzer, die schießen können. Generell, der Panzerspread ist ziemlich gut hier für Race. Die Hellers versuchen durchzupushen. Aber jetzt hier die Panzer fighten ohne größeren Support. Knallen eigentlich auch richtig gute Schüsse gegen die Hellers raus. Beide Spieler droppen hier hart im Supply. Aber Race Army wird hier einmal komplett abgeräumt. Einzig die 3 Vikings verbleiben hier. Daran muss sich neu sammeln. Und Jon Snow hier hat einen kleinen Supply-Vorsprung, baut jetzt hier Corruptor, neue Viper, Adrenal Glance ist hier gleich mit drauf, das heißt auch die Linge machen inzwischen beängstigend viel Schaden. Trotzdem die Terran Army hat eine zweite Welle hier am Start, einiges an Supply steckt auch noch in der Production. Da ist natürlich, das ist der große, die große Anfälligkeit von Mech, das Zeug braucht so lange zum Bauen, dass man einfach, wenn die Army gecrushed wird, lange braucht wieder eine neue stehende Arme zu haben. Wir haben hier drüben einen Hellion dabei auf eine neue Basis, da waren ein paar Drones geröstet, aber Hellions werden hier geklärt, immerhin Jon Snow einmal die Army komplett zurückgezogen. Und somit hier Jon Snow gerade auf seinen 6 Basen. Geht jetzt hier auf die 6. Basis. Das ist ja, das ist dann hier die 6. Basis, die fertig wird. Gegen einen Taraner auf 3 aktuell. Da wird nochmal gescannt hier gerade von Race. Einmal auf die Natural, um zu sehen, wie es mit dem Tech dann so aussieht. Ja, der Mainbase steht bereits. Ein Greater Spire, der forscht gerade plus 1 Attack. Corrupter hier sind vorhanden. Bulots sind jetzt auch eine Option. Wenn das sind, kommen jetzt Air Upgrades schon für den Taraner hier. Für die Vikings. Und aber 3 weite Factories. Heißt, er wird hier wirklich auf dem Ground Mech Tree bleiben hier aktuell. Und wäre das nämlich hier ein Tordrop mit dem Medi weg. Ah, Tordrops. Nice Sache. Ja, und Jon Snow hier nähert sich dem Max-Out, hat eigentlich die Ressourcen dafür, weiß nur, glaube ich, noch nicht so ganz, womit er seine Supply auffüllt. Geht hier nicht auf Swarm Host, hat das hier ohne die Swarm Host gelöst aktuell. Das Medi-Eck versucht sich hier an den Vipern vorbeizuschleichen. Das hat auch. Der Tor. Das ist der James Bond-Tor schlechthin. Hat sich hier gerade hinter feindlichen Linien durchgeschlichen, geht es hier an Basis Nummer 3, wird dann hier massiv ausgeladen und dann ordentlich den Drones 1 auf den Latz knallen oder eben dem Spinecrawler. Die Queen Transfuse nochmal gegen, aber man sieht der Damage, Tor plus 3 Attack, es ist Damage, die Linien kommen jetzt hier mit dazu, da kann der Tor wenig tun, das Medivac evakuiert. Die Vipern hier sind in der Nähe, jetzt wird sie vermutlich gleich einen Abduct gehen, da kommt ein Scan auf die neue Basis. Ja, die Vipern haben jetzt hier das Medivac im Blick und das hat gerade keinen Boost. Boost ist hier immer noch auf Cooldown, jetzt kann es gleich wieder einen geben, halt was kommt dazu und da kommt der Grab und da ist der Tor down. Währenddessen hier drüben, kleine Lingonblei, wird direkt gekillt von einer richtig mächtigen Mech-Army. Arm-Upgrade ist gleich mit durch. Währenddessen plus 3 Missile-Attacks für den Zerg. Bulldogs werden gemorpht, Baninge werden gemorpht. Static Defense kommt mit dazu hier für Jon Snow. Wir haben Max-Out auf beiden Seiten. Also wir gehen jetzt hier nicht mal fürs letzte Match in eine ordentliche große Schlacht. Mech
gegen einen Zerg. Und der Zerg hier spielt nicht Swarmhost. Der spielt das hier mit Hydras. Hydras Brewlords. Und da haben wir ein Lag. Ist Raze etwa schon wieder rausgelaggt? Ja. God damn it. Das ging jetzt halt echt 10 Minuten, 15 Minuten. Ah, 12 Minuten gut. Ha, bitter, bitter. Dass Raze hier keine gute Verbindung zum Battle.net hat. Ah, es wird nicht pausiert. Raze pausiert auch selber nicht. Na, der macht einfach weiter. Der denkt sich, drum spiele ich Mech. Ich stelle einmal meine Army auf und hoffe, dass der Zerg einfach daran stirbt. Das machen wir jetzt ganz einfach. Raze hier gerade, da hat er mit seiner Army die Rocks aufgemacht und möchte jetzt hier pushen. Creep ist inzwischen ordentlich gewachsen hier auf Jon Snow. Also da muss einiges im Creep geklärt werden von Seiten von Raze. Er hat inzwischen 3-1. Das ist 3-1-1. Die Vikings haben jetzt auch plus 1 Attack. Und da kommen die Bulots angeballert. Und ja, die Thors geben gleich mal Konter. Die Vikings sind in der Nähe. Da kommt die erste Parasite Bomb, die zweite Parasite Bomb. Die Vikings waren schön nach hinten gezogen. Jetzt hier die Hydras versuchen hier gegen die Vikings zu kämpfen. Da kommt nochmal Banings und Hydras von der Seite. Die Panzer stehen noch ziemlich gut. Die Bulots waren ziemlich gesniped hier alle. Allerdings der Groundfeind scheint hier dann doch eher für den Zerg auszugehen. Die Vikings werden jetzt doch abgeräumt von den verbleibenden Hydras. Es verbleibt hier ein einziger Bulot. Da kommt nochmal ein Scan hier. Die Thors knallen den letzten Bulot auch nochmal aus dem Leben, aber werden dafür sterben. Ja, nein. Transfuse, der Transfuse kommt. Und der eine Bulot bleibt hier am Leben. Es Raze flieht ein weiteres Mal seine Army. Trainiert zwar richtig viel vom Zerg weg, aber Jon Snow hat immer noch eine gute Bank. Und Raze hat gerade nicht die Production, um das alles schnell genug nachzubauen. Er baut gerade 4 Thors, 7 Hellions. Und ja, das Command-Set hier wird bekotzt. Caustic Spray kam da gerade mit drauf. Es lebt noch, aber es ist angeschlagen und wird jetzt hier von den Corruptern weiter gesniped. Kommt ein Scan mit drauf von Raze. Aber er hat gerade einfach nicht die stehende Army, um sich da gut, hier gut gegen diese Army verteidigen zu können. Der Blutort prügelt immer noch fröhlich ein paar einzelne Brütlinge runter. Die Corruptor jagen immer noch hier das Kommando, die Kommandozentrale. Aber die wird jetzt hier gegen repaired, heißt, die wird am Leben bleiben erstmal. Der Blutort wagt sich mega weit nach vorne, um den Panzer zu snipen. Der Thor ist gerade nicht in der Nähe. Ja, der Panzer hier nimmt nach und nach Damage. Der Blutort kann eigentlich gesniped werden vom Thor. Der Thor wäre in der Nähe. Jetzt hier wieder Vikings und Thors gegen die Corruptor. Corruptor ist nicht mehr viele da. Der Panzer geht jetzt hier doch down. Und das war so ziemlich der letzte hier Panzer aktuell. Jetzt wurden gerade 5 Panzer nachgebaut. Also die Mech-Maschinerie wird nach und nach neu produziert. Der Thor hier hat sich gegen Blutort gewehrt und der eine Blutort jetzt versucht alleine zu fliehen. Wird dafür mit dem Leben bezahlen. Keine Überlebenschance. Und tot. Haut nochmal ein letztes Mal Brütlinge runter auf das Supply Depot. Because why not? Und wir haben jetzt hier die Mech Army, muss ein weiteres Mal defenden. Hier ist eigentlich eine PF. Das ist eine gute Verteidigungsstation hier für den Terran. Da laufen immer ein paar Banninge rein, da werden ein paar SCVs geschreddert. Raze hier nur noch runter auf 50 SCVs, aber ihm ist das sowieso zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig. Er hat zwar noch keine Bank, aber er hat an sich ein gutes Income, um seine Factories nach und nach zu versorgen, um seinen Mech-Ball wieder wachsen zu lassen. Und Jon Snow hier, er dreht auch um, wartet jetzt hier auf die nächste Stufe seiner Army, nämlich hier kommen Ultralisten mit dazu. Es kommt Chitinous Plating plus 2 Armor und Burrow. Und da kommt gerade eine Scan-Parade von Raze. Ich weiß gar nicht, wie viele Kommandozentralen hat der Typ. Er scannt einmal hier ein bisschen durch die Gegend, um zu sehen, ist der Zerg vor meiner Basis, ist der Zerg irgendwo in der Nähe. Neue Sensor-Tower wurde errichtet, um hier alles im Blick zu haben. Hier unten ist ein Link, der parat steht, falls hier eine Basis gesetzt werden soll. Und Raze ist hier auf aktuell 4 Basen, nimmt hier eine 5. Wird wieder ein PF. Muss auch fast ein PF werden, damit man hier eine vernünftige Verteidigung hat. Und Jon Snow hier, der spielt das alles noch sehr, sehr ruhig. Der versucht hier nicht zu schlechte Trades zu nehmen. Hat wieder den Max out erreicht, sammelt wieder eine Bank. Hat seine 3-3 Upgrades im Attack. Und eben das zweite Arm Upgrade kommt in der Kürze mit dazu. Burrow ist gleich fertig. Chitinous Plating ist drauf auf den Ulis. Momentan Damage Output bei Raze hier. Er hat viele Panzer, einige Thors, wieder viele Hellbats mit drin. Reicht diese Army, um das von Jon Snow abzuwehren, denn der stellt sich hier am Rande vom Sensor Tower auf und möchte jetzt hier auf diese Perf pushen. Die Army von Raze ist gerade nicht ganz in der Nähe, da kommt der Scan, jetzt sieht er das und da bewegt sich jetzt Jon Snow auch direkt drauf los. Jetzt hier die Perf wird große Probleme kriegen, da kommt die Terranamanx vom Highground oben runter, da kommt der erste Abduck, der zweite Abduck auf die Thors. Die stehen jetzt mittendrin zwischen den Thors, die ersten zwei Thors pushen den Highground hoch. Da kommt jetzt eine richtig schöne Blinding Cloud mittendrin zwischen der Terran Army, die kann gerade nicht koordiniert fighten. Jetzt hier eigentlich die Panzer im normalen Siege-Modus pumpen die Ulis aus dem Leben, die PF ist eigentlich gestorben mit sämtlichen SCVs, aber die Zerg Army dafür wird aufgeräumt, der Turn pusht jetzt hier selber weiter nach vorne, weil er jetzt merkt, ohne die Ulis ist nicht wirklich was zum Tanken da, ich kann mir die Queens holen, ich kann mir die Hydras holen, ich habe ein bisschen Luft um zu pushen, während der Zerg hier gerade im Rückzug ist und dann nimmt er auch einige Einheiten mit, das heißt Jon Snow setzt seine Einheiten durch neue Ulis, 8 Stück, neue Vipern, 3 Stück. Neue Hedge kommt hier oben und die Terran Army versucht wieder mal den Creep zu erobern, aber hatte bisher nicht sehr viel Erfolg damit. Es sind auch immer noch Vikings mit dabei gegen eventuelle Vipern, wenn die wieder mit dazukommen. Aktuell sind die 3 neu gespawnten Vipern hier auf dem Feld. Die saugen sich gerade ein paar Extraktoren voll, um wieder Energie zu haben. Und hier, ja, Creep Tomore werden ordentlich gesniped. Scan hier ist mit dabei, aber eben Raze hier
Es ist immer noch sehr, sehr gefährlich, was hier betreibt. Die Zerg Army hat durchaus... oh Gott, Nachschub. Und hier wird gerade noch ein Tor von Lingen surrounded. Und da haben wir ein weiteres Mal den Leck von Raze. Ah. Yeah. So. Wir sind wieder mal drin hier im Match. Und ich hoffe, wir kriegen es jetzt zu Ende ohne einen größeren Leckausfall. Wir haben in etwa der Position gehalten hier. Die Lingen haben gerade diesen Tor noch vernichtet, der eben mit dabei war. Gott, bin ich froh, dass ich die ganzen Wartezeiten aus dem BOD rausschneiden kann. Ja, und somit hier, Raze zieht sich nochmal zurück, hat sich gegen den Pushout jetzt entschieden. Ja, das Silver Sand Supply ist nicht so mächtig. Jon Snow hier, man sieht's, er sammelt fröhlich Bank, aber er meint eben auch ziemlich krass die Map so nach und nach aus, das muss man dazu sagen. Seine Basen werden leerer und leerer und die Hellions sitzt hier mit Blue Flame einfach mal mitten rein, versucht ein paar Drones zu snipen, kriegen hier auch ein paar, bisschen, auch nicht wirklich, nee. Das hätte besser laufen können. Das, ja, okay. An der neuen Basis hier drüben geht noch ein bisschen mehr mit der einen Hellion. Ja, der Uli kommt nicht durch. Der Uli ist zu fett. Ah, das ist geil. Ah, der Hellion leider ein bisschen zu dumm, um sich den Weg zu suchen. Ja, wir sehen hier bei Jon Snow übrigens Mainbase leer. Natural Reste. Resteverwertung, absolut. Dritte Basis, letzten paar hundert Mineralien. Also auch Resteverwertung. Auch die vierte Basis ist bereits im Low-Eco-Modus. Und somit Jon Snows verfügbares Geld wird weniger. Und er muss sich so nach und nach weiter in Richtung Terraner expandieren. Das gibt natürlich den Terraner eine einfachere Chance, auf die neuen Basen zu pushen. Man sieht jetzt hier, die Hellions fahren einfach daran. Ja, und da einmal ein Ling und eine Hydra, die können gegen die Hellions wenig machen. Einfach durchrushen und weiterfahren. Aber Jon Snows Army ist in der Nähe. Und Gott, ich habe niedrige FPS jetzt in diesem. Ah, es geht noch. Geht noch. Könnte schlimmer sein, aber ja, meine FPS waren schon mal besser, aber das ist einfach, je länger so ein Spiel dauert, desto schlimmer wird das mit den FPS. Ja, und hier werden einfach jetzt nach und nach Drones geröstet, dessen schon Snow steht wieder mal bereit für einen weiteren Push, diesmal auf Basis Nummer 3. Panzer sind hier geklumpt, gesiegt, wow, Vipern sind da komplett in der Nähe. Jon Snow, er sieht das nicht, er kriegt nur drüben gerade nach wie vor seine Drones geröstet und der Uli kann da gar nicht wirklich eingreifen, da kam gerade noch ein Scan hier. Von Raze, er sieht den Teil der Zerg-Army, aber hier sind oben sind die Vipern waren angegangen, kriegen wir mal einen Shot ab. Jetzt hier, Gott, die Panzerklumpen, wie bescheuert, wenn da eine Blinding Cloud drauf landet, dann hat sich das Thema halt ziemlich schnell erledigt. Aber es kommt ein Vorsichtsscan, Jon Snows Creep wächst weiter und weiter hier zum aktuellen Zeitpunkt. Und somit aktuell Raze, er bleibt weiter aktiv hier, die dritte hat er gerade geliftet. Ja, man sieht auch, er zieht die Worker bereits mal von der Basis kurz weg. Einfach, weil ich hier Mineralien an einer neuen Basis haben will. Da ist noch ein kleiner Link, der wird kurz eliminiert. Ist hier ein zweiter Sensortal wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Wobei, ich denke, ja, Raze konzentriert sich eben auf die rechte Seite der Map hier aktuell. Einfach, um hier seine Basis zu nehmen. Generell, er nähert sich selber wieder den nächsten Attack. Gleich das dritte Armor-Upgrade und das zweite Attack-Upgrade für die Vikings mit dabei. Das heißt, die Mech-Army ist gleich so ziemlich voll ausgestattet. Und jetzt hier geht es ein weiteres Mal drauf hier für den Zerg. Da sind die Vipern, dann landen schöne Blinding Clouds auf die linke und rechte Flanke hier der Terran-Army. Die Vikings werden gesniped, aber der Rest der Ground-Army pusht jetzt hier einfach massiv rein. Die Vikings werden gelandet, die Ulis räumen die Panzer ab und Raze wird hier einmal komplett überrollt. Und da ist dann ein paar Minuten später doch das GG. Nach 23 Minuten macht Jon Snow hier dann doch mit einem Zeit zu 0. Immerhin bekamen wir nochmal einen großen Fight mit schönen Blinding Clouds. Und somit Jon Snow, ja, im dritten Anlauf holt er sich dann doch dieses Match und zieht dann eben in die nächste Runde, denn er war bereits hier 1-0 vorne, soweit wir hier informiert waren. Das heißt, es hat ein Ende und der zweite Tag ist damit auch vorbei in Sachen NA Qualifier. So, wenn mich nicht... Jon Snow 1-0 und damit an Jon Snow 2-0. Damit unsere Round of 8 in Sachen NA Qualifier. Das, was morgen ausgespielt wird, das ist einmal Neep, Jon Snow, True, No Regret, Scarlet und Puck und Masa und Semper. In Sachen Rassenverteilung, wir haben ein bisschen mehr Zergs, zwei Terraner sind drin. Ja, zwei Terraner, vier Zergs, zwei Protoss. Ist noch halbwegs balanced, könnte schlimmer sein. EU ist schlimmer, was das angeht. Sind wir mal ganz ehrlich. Und somit... Ja, das ist dann morgen. Ich muss mal gerade... Ich glaube, das geht morgen auch wieder um 1 Uhr nachts los. Wenn mich nicht alles täuscht. 16 PST, das müsste 1 Uhr nachts bei uns in etwa sein. Plus 9, 25. Ja, das ist 1 Uhr nachts bei uns. Das heißt, das startet um die gleiche Uhrzeit wie heute. Das ist dann das grande Finale. Ich weiß leider noch nicht, ob die Spiele alle simultan gespielt werden. Das kann ich euch gerade noch nicht sagen. Ich weiß nur, es sind Best of Fives. Aber ob die hintereinander starten oder... Gleichzeitig, das steht noch offen, das wissen wir jetzt noch. Das sind, glaube ich, sämtliche Casts und nicht das. Lassen wir uns morgen beim EU-Qualifier einfach überraschen.
Ja, ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht, was auch immer jetzt hier noch treibt. Es ist jetzt da doch schon ein bisschen spät. So. Da waren ein paar schöne Matches heute dabei. Der Verlauf von Silky, der war sehr bitter. Vom Höhenflug zum sehr, sehr tiefen Fall, den er hatte, das ist natürlich mega traurig gelaufen für ihn hier. Ja, und sonst. Das war's von mir. Und ich hoffe, ihr schaltet bei EU ein. Das ist in 15 Stunden um 19 Uhr geht's mit der EU, mit dem EU-Finale, das Qualifiers los, mit den Playoffs und eben danach NA. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank an die Follower, die wieder mit dabei waren. An den Host, den ich bekommen habe. Macht's gut. Und noch eine schöne Zeit heute. Ich bin raus. Gute Nacht und ciao.